Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Teleweltreise, einem Format des Telestammtis, in dem wir über Filme, Filmländer und Genre außerhalb des Giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute heiße ich euch recht herzlich willkommen zum Part 2 unseres Ausfluges zu japanischen Animationsfilmen und hoffe, meinen geschätzten Kollegen Lukas mit dieser Anmod würdig vertreten zu haben, denn Lukas ist diese Ausgabe nicht dabei. Dafür habe ich drei fantastische GästInnen, die bereits beim letzten Animecast dabei waren. Ich freue mich auf Luisa, die Wolfsprinzessin des Telestammtischs. Hallo! Hallihallo! Auf meinen geschätzten Nachbarn Dom Toro, kurz genannt Dom. Hallo! Konnichiwa. Und Patrick, den Zauberer aus einem wandelnden Comic-Heft. Grüß dich. Hallo. Okay. Aloha an dramatische dich. Stille. Mein Name ist Paul und ich darf den ganzen Spaß heute hier moderieren. Und Thema dieses Weltreisecasts soll das Studio Ghibli sein. Jeder von uns hat sich wie fast immer oder wie häufig zwei Filme rausgesucht, die wir hier so nacheinander ein bisschen anschauen bzw. locker drüber reden werden. Wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Film nebenbei erwähnen. Und wir würden uns auch sehr freuen, eure Lieblingsanimes aus dem Hause Ghibli zu erfahren. Wenn ihr da also eine Liste habt oder so, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und lasst es uns wissen. So, da das Thema dieses Weltreisecastes ja nun etwas eingeschränkt ist und wir uns bis auf ein, zwei kleinere Ausnahmen ja fast nur mit Filmen beschäftigen, die eben im Studio Ghibli entstanden sind, würde ich jetzt denken, wir geben unseren ZuhörerInnen mal einen kurzen Überblick, wie wir denn überhaupt zu Ghibli gekommen sind, beziehungsweise was so unsere ersten Begegnungen waren. Und wer lieber gleich zu den Filmen springen will, der kann jetzt hier fix, weiß ich nicht, 10 Minuten nach vorn springen. Und ich würde diese Frage jetzt erstmal an Luisa weitergeben. Wie lange begleiten dich denn diese Filme schon? Puh, doch schon eine ganze Weile. Ich habe gerade noch mal sehr stark drüber nachdenken müssen, aber mir ist dann direkt meine erste Erinnerung in den Kopf gesprungen. Ich war damals 15. Ja, genau, 15. Und ich glaube, zu der Zeit kam gerade Chihiros Reise ins Wunderland in die Kinos. Und den habe ich auch damals mit der kleinen Schwester von einer guten Freundin nochmal geguckt, weil die so begeistert war. Und das war der erste Zugang. Und ich muss sagen, super schön, dass es Chihiro war, weil das war einfach so grandios und hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Deswegen hat mich dann das Ghibli-Fieber gepackt. Sehr schön. Wie sieht es denn bei dir aus, Dom? Ja, ich war da natürlich noch deutlich jünger, muss ich zugeben. Das war tatsächlich, also gesehen habe ich den erst relativ spät, aber es war tatsächlich Prinzessin Mononoke, den ich mir ja hier als Pick herausgesucht habe, aber dazu später mehr. Es war im Jahr 1997 und ich habe irgendwie, glaube ich, in der Bravo Screen Fun meines Bruders geblättert, an die ich gar nicht ran sollte, und da stieß mir dann irgendwie dieser Film ins Auge und ich dachte mir so, ja, das ist halt ein Kinderfilm, und dann habe ich mir aber so die Bilder angesehen und fand es verdammt geil, was ich da gesehen habe. Und als ich dann den Film selber auch mal damals dann bei einer Ausstrahlung auf RTL 2 geguckt habe, ja, war das wirklich so ein kleiner Erweckungsmoment, weil da ist wirklich eine Szene, wo Pfeil abgeschossen wird und zwei Arme durch die Gegend fliegen, zwei abgetrennte Arme. Und ja, das war so, ja, Kinderfilm, ja, 20.25 Uhr, Kinderprogramm auf RTL 2. Ja, komme ich vielleicht später noch zu, aber ja, das war tatsächlich so meine erste Begegnung mit Ghibli. Ich muss dazu sagen, ich habe bis auf einen einzigen davon keinen im Kino gesehen. Und den ich im Kino gesehen habe, war Wie der Wind sich hebt. Da war ich auch in einem ziemlichen Ghibli-Fieber damals und ich hatte das große Pech, weil der Film wurde hier nicht nur gezeigt bei uns im Programmkino, sondern auch, ich glaube Porco Rosso
meine Nachbarn, die Yamadas und sogar Totoro. Und ich bin bald vom Stuhl gefallen, als ich registriert habe, dass ich Totoro im Kino verpasst habe. Und jetzt gebe ich ab, weil ich muss jetzt erstmal meine Tränen trocknen. Tränen der Erinnerung. Ja. Tränen der Erinnerung, genau. Patrick, was war dein erster Ghibli? Mein erster Ghibli war auch Prinzessin Mononoke, also direkt so mit dem Meisterwerk gestartet. Und ja, da war ich so circa 12 Jahre alt, also hat mich das jetzt auch schon über mehrere Jahrzehnte begleitet. Ich war umgehauen, aber im Prinzip haben wir alle gelogen, weil der erste Kontakt mit Miyazaki war wahrscheinlich die Heidi-Serie. Stimmt, ja. Obwohl das Isao Takahata war, ne, glaube ich. Ja, ja, also, genau. Ja, ja. Ja, aber ja. Trotzdem ist es der Ghibli-Kontakt. Mhm. Ja, ja, natürlich, klar. Da gab es ja, zu dem Zeitpunkt gab es ja Ghibli, glaube ich. Eben. Ich glaube auch, ein Film, den Paul ja hier heute vorstellen wird, der ist auch kein wirklicher Ghibli-Film, aus dem Grund, weil es da Studio Ghibli in der Form noch gar nicht gab, ne? Mhm. Ja, und Patrick hat ja auch noch so einen Kandidaten. Genau. Ja, ich als Jüngster in der Runde schaue so ein bisschen, aha, schön, was hier alles. Ich habe meinen ersten Ghibli-Film nämlich im Kino gesehen. Und damals hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von Ghibli. Ich war, ich weiß nicht wie alt, aber ich war eben so alt, um in Ponyo zu gehen. Und habe mir gedacht, okay, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß noch, damals gab es die Entscheidung zwischen die Konferenz der Tiere und Ponyo. Ich habe tatsächlich keine Erinnerung mehr an Ponyo, aber ich weiß, dass ich in Ponyo gewesen war. Und ich weiß, dass er mir damals nicht gefallen hat. Oh. So, ja, das... Ja. Weil ich bis dahin natürlich, ich hatte noch keinen einzigen Anime gesehen. Ich wusste noch nicht, was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Ich fand sie, glaube ich, auch so schon gruselig, obwohl ich habe gestern nochmal in ihn reingeschalten, einfach für den Cast. Ich habe gestern nicht nochmal geschafft. Und ich fand die ersten 10 Minuten, fand ich den einfach von den Bildern her schon super schön. Aber damals, ich konnte mich auch nicht mehr an den Einstieg erinnern. Ich hatte keine Ahnung mehr. Also ich habe ihn so ein bisschen verdrängt. Ja. Aber so richtig dann die Begegnung hatte ich dann auch mit Mononoke und von da an, als ich den dann zum ersten Mal ganz gesehen habe, da war ja mein Ghibli-Fieber dann auch in Brand und ich habe viele der Filme nachgeholt und da es viele von denen ja dann auch auf Netflix gab. Ja, war das dann eine schöne Möglichkeit, das alles zu sehen. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass wir jetzt hier in den kommenden Minuten oder Stunden mal sehen, über ein paar Filme aus dem Hause Ghibli reden können. Und wir werden das Ganze hier chronologisch, denke ich, machen und dann so ein bisschen hier und da mal ein bisschen tiefer reingehen oder so und mal so unsere Erfahrungen oder einfach unsere Gedanken dazu sammeln. Wir werden auch bisschen spoilern wahrscheinlich. Wir werden auf das Gröbste so verzichten, aber wenn dann mal so ein kleiner Spoiler oder so ein kleiner Querverweis mit reinrutscht, seid uns da bitte nicht böse. Und wir starten mit einem Film, von dem ich ganz ehrlich bin, ich habe mich noch nicht so tiefgehend beschäftigt und ich musste den erstmal nachschlagen. Und es ist auch keiner, der jetzt dem Studio Ghibli zugerechnet wird, aber er ist von Hayao Miyazaki, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Patrick, was hast du? Was ist das? Schieß los. Also, ich habe das Schloss des Caligostro genommen. Das ist so der erste abendfüllende Spielfilm von Miyazaki. Er hat sich da Lupin den Dritten gewidmet. Und wenn man da mal nachschlägt, das ist ein richtig großes Franchise. So gesehen fast schon mit so in einer Ebene von Sherlock und Batman, wenn man so will, da gibt es wirklich massive... Entschuldigung, zu dem wir übrigens auch eine Besprechung hier beim Telestammtisch gemacht haben. Ja, und Lupin... Die ich zusammen mit der Luisa besprochen habe. Ach, ihr beiden war das? Oh, sorry, oh Gott, ist das peinlich, ich habe sogar geschnitten. Alles gut. Nein, ich war nach diesen drei Filmen eben so angefixt, dass ich wissen wollte, was steckt denn da noch so dahinter? Und dann habe ich gemerkt, das ist der erste Miyazaki-Film. Dann dachte ich, ey, cool, wir haben bald einen Miyazaki-Cast. Also habe ich mir nach diesen Filmen die DVD dazu geholt und war überrascht. Ein bisschen sticht der halt wirklich raus aus diesem ganzen Miyazaki-Film. Einfach, weil er sowas locker Leichtes hat, ohne einen melancholischen Touch. Das ist wie so eine Kreuzung aus Oceans 11
und Cowboy Bebop, wenn man so will. Also einfach um eine Gaunerbande, die halt so einem Schatz auf die Schliche kommen und dann anfangen zu plündern. Also das dürfte Fans von Indiana Jones, den DuckTales und allem, die so Abenteuer mögen, richtig gut gefallen. Ich war auch erstaunt, wie gut der gealtert ist. Der ist immerhin von 1979. Wow. Ja, ich meine, die Zeichnungen, die sind ja zeitlos. Und selbst wenn man sich dann Ghibli-Filme anguckt, die gerade mal so 10 Jahre älter sind, also mir fällt da jetzt zum Beispiel ein, das Schloss im Himmel, den ich auch sehr, sehr gerne mag, ein sehr schöner Abenteuerfilm. Und wenn ich überlege, also Caligostro habe ich mal gesehen, ich habe es leider nicht geschafft, ihn noch mal zu gucken für den Cast, aber ich kann mich erinnern, dass der auch schon so gewisse Anleihen hat dann, also meintest du ja gerade diese Gangsterbande, und die kam dann auch noch mal ein bisschen zurück mit diesen sehr abgedrehten Luftpiraten in eben Schloss im Himmel, ne? Ja, richtig. Ja, ja. Und auch dieses Handgezeichnete, also gerade dadurch ist das so gut gealtert, dass du da wirklich so gut wie gar keine Computereffekte hattest, sondern man wirklich die Liebe zum Detail anmerkt, macht das einfach Spaß. Und selbst wenn man sich nicht da auskennt, wer ist, man friemelt sich da relativ schnell rein. Man kann bei Lupin quasi überall einsteigen und du weißt sofort, wie die Rollenverteilung ist. Na gut, Lupin haben ja viele gerade auch durch die, also die Sagengestalt Arsène Lupin haben ja gerade sehr viele auf dem Schirm, wahrscheinlich durch die Netflix-Serie mit Omar Sy, ne? Ja. Aber diese Serie mit Omar Sy hat halt so eine gewisse tragikomische Komponente, nee, nicht tragikomische, sondern wirklich so eine tragische Komponente, die in den Mangas und in den Animes so gar nicht zu tragen kommt. Eine gewisse Unlogik, also diese Überfälle, die Lupin ausmachen und diese Heist, die geraten da wirklich sehr in den Hintergrund. Ja, Luisa, du hast den auch nie gesehen? Habe ich auch nie gesehen, nee, steht auch noch auf der Liste. Tatsächlich habe ich von ihm erst erfahren, als ich mit Patrick zusammen die Lupin-Reihe abgedreht hatte. Davor wusste ich davon gar nichts. Ach, also ja, von gut. Dessen Existenz. Da ging es nicht nur mir so, das ist sehr gut. Ja. Nein, abgedreht. Wir sind alle bei der Recherche darauf gestoßen, was das für eine große Marke ist, die wir so nie gesehen haben. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein auch gesehen, es gibt anscheinend noch eine Anime-Serie darüber, es gibt so ein paar Filmspeziale darüber, es gab so einen semi-guten 3D-Film darüber. Und es gab in der Filmgeschichte auch immer wieder mal Versuche, das Ganze filmisch umzusetzen. Ja, gut. Ja, man kennt halt Lupin so ein bisschen noch von den Anime-Nights von früher, ne? Da kam man ja als Kind gerne mal, zumindest in Deutschland, in Berührung mit Lupin. Aber dass in Japan, der ist so ein derart großes Franchise dahinter steckt, das wussten wir gar nicht. Wie denn auch, ne? weil das ja damals gar nicht so ein Riesenthema war. Aber das war unfassbar. Deswegen war das auch so interessant, dass Patrick dann noch mal ein bisschen mehr recherchiert hatte und gesehen hat, ja, es macht durchaus Sinn, dass jetzt da wieder 3 neue Filme quasi in die Kinos kommen sollten. Darüber hatten wir uns natürlich auch gewundert, woher kommen denn plötzlich diese Filme? Aber nee, macht ja Sinn bei diesem Riesen-Franchise, genau. Der hat im Jahr 1908 filmisch gesehen schon ein Crossover mit Sherlock Holmes. Aber da ist man dann rechtlich dazwischen gegangen, dass das nicht wieder passieren soll. Aber das ist schon seit Anfang der 1900er, also 1907 kam so der erste Lupin-Film. Boah, okay. Gott, ja. Das Einzige, was ich mit Lupin bisher in Verbindung gebracht habe, ist ein französischer Film von Jacques Becker. Ja, mehr habe ich da tatsächlich noch nichts mitbekommen. Aber naja, mal schauen. Ja, ich weiß nicht, Luisa wird den bestimmt kennen. Es gibt doch den Anime Kaito Kid. Ja. Und der könnte ziemlich stark von Lupin beeinflusst sein, könnte ich mir denken. Es ist auch so ein Gentleman Dieb und auch so die ganze Aufmachung sehr ähnlich tatsächlich. Der ist Lupin. Der wirkt total wie so ein Lupin und Conan Crossover. Also wirklich. Stimmt, ja. Conan. Bei Conan gab es den auch mal.
Ja? Ja, richtig, okay. Ja. Ja, ja, da gab es so einen Crossover, glaube ich. Ja, ja, die sind auch aufeinander getroffen, weil Conan hat ja auch einen mordsriesen Franchise da drüben, ne? Das ist ja dann ja auch total nach Europa übergeschwappt, tatsächlich stärker als Lupin, weil ich glaube, Conan läuft auch schon, also es hat einfach, die Serie ist ja ewig lang und ich glaube, es ist ein kleines bisschen jünger. Ja, ja, richtig. Oh Gott, die Kinofilme. Ja, die Kinofilme aber von Conan. Ich glaube, wir sind hier gerade so ein bisschen am Abdriften. Eigentlich wollen wir über das Studio Ghibli reden. Und ohne euch jetzt abwürgen zu wollen, aber wenn du fertig bist mit Caligostro, dann würde ich jetzt mal mit dem, ja, es ist nicht der erste Ghibli-Film, aber er wird häufig als der erste bezeichnet, beziehungsweise als Grundbaustein oder als einer der Grundbausteine für das Studio Ghibli, nämlich Nausicaa aus dem Tal der Winde. Den habe ich nämlich mitgebracht, weil das für mich neben unser aller Liebling, auf den wir dann später zu sprechen kommen und den, wie wir ja schon angemerkt haben, Dom uns allen weggeschnappt hat. ja, neben Mononoke ist Nausicaa tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme von Hayao Miyazaki, beziehungsweise eben aus dem Studio Ghibli. Liegt vielleicht so ein bisschen dran, dass ich auch ein großer Science-Fiction-Fan bin und ich liebe einfach, wie, also diese Welt, die dort aufgebaut wird. Wir befinden uns quasi in einer postapokalyptischen Zukunft, in der ein Großteil der Erde von dem sogenannten Meer der Fäulnis verschlungen ist. Und da gibt's so noch ein Tal, wo man unter anderem ein Tal, wo man noch leben kann. Und da die Prinzessin dieses Tales ist eben Nausicaa. Und dieses Tal wird eines Tages heimgesucht von einem benachbarten Stamm. Und plötzlich sieht sich Nausicaa in einem Krieg. Und irgendwie hängt da auch mit die Zukunft dieser bewohnbaren Erde mit drin. Und der hat für mich schon ganz viel, was später immer wieder bei seinen Filmen wiederkehrt. Und vor allen Dingen hat er auch, wie gesagt, ich finde dieses Worldbuilding oder diese Kreativität, die dort in jedem Wesen oder in dieser Welt dort drin steckt, die finde ich einfach richtig faszinierend. Mhm. Vor allem dieser Soundtrack, der untermalt diese Science-Fiction-Atmosphäre nochmal ziemlich, was hier so ein bisschen heraussticht, diese Insektenviecher, die sind so groß, dass die fast schon als Kaijus durchgehen würden. Ja, und auch wie nenne ich das jetzt? Ich sage jetzt einfach mal Pilotenmützen, egal. Oder Pilotenhelme, die sehen auch fast aus wie Insekten irgendwie in diesem Film. Ich habe den auch vor einiger Zeit noch mal gesehen. Ich habe aber, ich weiß nicht, vielleicht war ich da irgendwie nicht ausgeruht. Also es war sehr, sehr lange, dass ich den schon das erste Mal gesehen hatte. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe ihn dann auf der Hälfte abgebrochen, weil ich, Paul wird mich jetzt wahrscheinlich stehen und federn, aber ich fand den langweilig. Mir ging's beim ersten Mal auch so. Ich hab den beim ersten Mal, also was heißt langweilig? Nee, langweilig fand ich beim ersten Mal eigentlich nicht. Aber ich habe am Anfang gedacht, ja, ist ganz nett. Und dann habe ich mir irgendwann noch mal auf Blu-ray bestellt und dann noch mal angeguckt. Und ich war so hin und weg von diesem Film, weil ich den, ja, so, also ich saß wirklich davor. Und das hängt für mich tatsächlich auch am größten wirklich mit den Bildern zusammen. Also ich war wirklich aufgesogen von dieser Farbenpracht und trotzdem diese dystopische Ader, die sich da durchzieht. Und dieses, also ich finde das, also das Worldbuilding ist auf der einen Seite, finde ich das echt eben durchdacht und kreativ, aber es ist auch nie irgendwie zu viel oder so. Also es hat mir immer das Gefühl gegeben, da draußen, da ist noch viel mehr zu entdecken. Hier könnte man jetzt noch tiefer reingehen, aber das macht man nicht. Und das hat mich auch nicht gestört. Und ich wollte, insofern hat er mich echt mitgerissen. Ja, der hat tatsächlich ein relativ ambivalentes Worldbuilding. Ich hab's total geliebt. Da sind wir halt bei einem Luisa. Ja. Ja. Nein, also bei mir war es so. Ich habe damals Nausicaa bei mir auf dem Beamer im Wohnzimmer mal wieder angemacht. Okay. Und das war abends. Und das Tolle ist, ich habe eine blaue Lavalampe. Das hat so gut gepasst. Dann saß ich da mit meiner blauen Lavalampe und hatte einfach das totale Feeling. Und wenn du halt in so einer richtig schön ruhigen Stimmung bist und so ein bisschen einfach gerne was fürs Auge, fürs Mittragen lassen, mittreiben lassen willst, so ein gemütlicher, ruhiger, schöner Abendsabschluss, ist Nausicaa einfach klasse. Also für mich hat das auch so ein bisschen, als ich das zuletzt mal
mal wieder geguckt habe, so ein kleines bisschen an Made in Abyss erinnert, falls ihr den kennt. Falls nicht, guckt den auf jeden Fall an. Ist ein bisschen heftig, darker Anime, aber auch mit sehr, sehr schönen Bildern. Und auch so eine leicht Steampunk-Atmosphäre, ohne dass es zu sehr nach dem Steampunk aussieht, was man so auf dem WGT oder sowas antrifft, ne? Das fand ich eigentlich ganz schön, dass es so, also Nausicaa hat einfach eine sehr schöne Eigeninterpretation von dem, was auch mal ja als Dystopie aus sein könnte oder wie es aussehen könnte. Und deswegen fand ich den eigentlich sehr, sehr klasse. Ja, und noch dazu schöne pazifistische Botschaften, glaube ich, auch, oder auch, also Umwelt, ja. Mensch und Natur, also das, ich finde, das passt in diesem Film fast, ja gut, wir kommen ja dann noch drauf zurück, aber das passt hier schon richtig, richtig gut. Und ich weiß noch, ich glaube, in irgendeiner Fassung war der, glaube ich, um 20 Minuten oder so geschnitten, ich weiß nicht, bei der amerikanischen Fassung, glaube ich. Das kann gut sein, das passt zu den Amis. Und um 20 Minuten, das ist schon ganz schön krass. Ja, in jedem Fall. Aber das ist Godzilla zum Beispiel gewohnt. Der wurde auch immer wieder um diese Öko-Botschaft erleichtert. Und früher wurden wirklich einige Filme um ihre Öko-Botschaft erleichtert. Ich habe diesen Film auch deutlich schlechter in Erinnerung. Das ist halt so dieses Phänomen, das ich festgestellt habe bei diesen Miyazaki-Filmen, die sich nicht so als Klassiker eingebrannt haben. Man guckt die noch ein zweites Mal, gibt denen noch eine zweite Chance. Und dann merkt man, oh verdammt, was fand ich denn da früher so schlecht? Man ist da teilweise dieses entschleunigte Pacing einfach nicht gewöhnt und nimmt das vielleicht bei der ersten Sichtung wirklich als langweilig. Ja. Und merkt dann erst bei der zweiten Sichtung, dass da deutlich mehr dahinter steckt und dass da viel mehr in Details auch erzählt wird. Ja, der ist tatsächlich vom Tempo sehr entschleunigt, das weiß ich noch. Da muss man, glaube ich, sich ein bisschen drauf einstellen. Also ich mag den trotzdem. Ich glaube, dass das ein Film ist, der bei mir so mit den Malen wachsen wird. Auf jeden Fall ist es ein sehr wichtiger Film, glaube ich, für Miyazaki, weil hier im Gegensatz zu Mononoke, ohne den, also man kann, glaube ich, sagen, ohne Nausicaa würde es Mononoke wahrscheinlich nicht geben. Vor allem steckt hier ja auch wirklich Miyazakis große Faszination und Leidenschaft fürs Fliegen mit drin. Am deutlichsten drin. Ja, oh ja, die Gleiter. Genau, stimmt. Ja. Auch diese großen Luftschiffe, Für mich ist der so ein bisschen so eine Mischung eigentlich aus, wie gesagt, Mononoke. Er hat aber auch sehr viel von Das Schloss im Himmel, den ich aber noch einen Tacken lieber mag. Schloss im Himmel ist so ein schöner Abenteuerfilm. Da geht mir, glaube ich, die Omi auf die Nerven. Diese Krieger-Oma da. Also nicht Krieger, aber definitiv Nausicaa quasi als der Erfolg von Miyazaki, der die Gründung des Studio Ghiblis dann so ein bisschen mit möglich gemacht hat. Ja, diesem Film infolgedessen dann ganz, ganz viele tolle Filme entstanden sind, auf die wir jetzt auch noch zu sprechen kommen. Und wenn ich so langsam durch meine Liste schweife, dann sehe ich jetzt schon, dann haben wir jetzt hier den großen Brocken tatsächlich gleich. Ich überlasse es mal dir, die Einleitung. Ja, Gott, machen wir es kurz. Einer der größten Downer-Filme aller Zeiten, neben Watership Down. Ich kann es abkürzen. Die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata, der ja auch schon, über den wir ja auch schon letzte Mal gesprochen haben bei Prinzessin Kaguya, beziehungsweise eigentlich hat nur Luisa über den gesprochen, weil wir alle den länger nicht mehr gesehen hatten. Also in aller Kürze, die letzten Glühwürmchen, spielt in Japan von 1988 und handelt von, ich glaube, die Namen muss ich jetzt gar nicht mal nennen, zwei Geschwistern, einem Bruder und seiner jüngeren Schwester. Und der versucht, die, durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges zu bringen. Und die sind größtenteils auf sich allein gestellt. Der Junge ist auch ein ziemlicher Dickkopf, lässt sich auch von keinem helfen. Und ja, so schlittern beide nach und nach ins Verderben. Und
Verderben ist hier groß zu schreiben, denn der Film hat eines der niederschmetterndsten und deprimierendsten Enden, die ich kenne. Und das leider nicht mal schön ausgeschmückt wie bei Pans Labyrinth. Nur mal nee. So viel dazu gesagt, ja. Nein, nee. Nein. Das ist die knallharte Realität. Ich bin da auch mit diesen Gedanken rangegangen. Auch das ist Miyazaki, das sind fantastische Welten. Das wird bestimmt ein schöner Film. Und ich bin da ziemlich fertig rausgegangen. Ja, weil du mit Isao Takahata nicht gerechnet hast. Bam. Bingo. Ja. Wobei man sagen muss, dass man hier deutlich, vor allem vom Zeichenstil her, die Einflüsse von Isao Takahata insofern sieht, die kleine Schwester beispielsweise sieht eigentlich aus fast wie ein Stand-in von Heidi beispielsweise. Also da sind sehr starke Einflüsse noch drin, obwohl ja Heidi hier schon eine ganze Zeit lang her war. Aber ja, es ist, also wie soll ich es in aller Kürze beschreiben? Es ist womöglich der ernsteste Ghibli-Film mit Abstand, auch der geerdetste, der erwachsenste und für mich auch ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Film. Für mich hat der einfach sehr stark nochmal beschrieben, was eigentlich Kindern in der Kriegszeit blüht, ne? Wie die mit dem Krieg umgehen müssen, wie die, dass auch sie natürlich von schweren Zeiten betroffen sind und man das einfach super gerne mal vergisst oder beiseite drängt und verdrängt, dass wie sie mit dem Alltag umgehen müssen. Und was da passieren kann und wie auch das Umfeld zu der Zeit überhaupt kein schützendes Umfeld sein kann für die Kinder. Und das fand ich eigentlich eine extrem wichtige Nachricht. Finde ich auch super wichtig, dass, also eigentlich für mich wirklich ein Pflichtfilm, auch wenn der super hart zu verdauen ist. Aber gerade jetzt mit dem Nahostkonflikt vielleicht sogar wichtiger denn je. Und bei dieser Bonbon-Firma, also diese Bonbons, die Setsuko immer wieder seiner Schwester gibt. Diese Marke gibt es wirklich und da ist immer wieder mal auch mittlerweile auf der Verpackung Setsuko zu sehen. Oh, okay. So als Fun Fact. Ja, ja, gut, in Japan dann wahrscheinlich. Ne? Die haben den damals, ja. 1988, in Doppelvorstellungen ins Kino gehauen, zusammen mit Mein Nachbar Totoro. Ja, ja. Also, ja, ja, die kam im selben Jahr raus und man kann wirklich sagen, die sind wirklich so der jeweilige Gegenentwurf zueinander. Ne? Also Totoro feiert ja wirklich so die kindliche Unschuld und irgendwie auch, ja, das Kindsein, das Verspielte. Und hier wird das eigentlich, ja, die kindliche Unschuld wird insofern halt wirklich ja, zermalmt mit dem Hammer des Zweiten Weltkrieges. Ne? Obwohl der Film trotzdem viele Szenen kindlicher Unschuld einfach in sich birgt. Ne? Und es gibt ja auch immer wieder Stellen, wo er seiner Schwester, also er versucht ja seiner Schwester auch, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, immer wieder zu suggerieren, dass alles gar nicht so schlimm sei. Aber das Problem ist auch, Kriege hin oder her, dass er selber auch durchaus dazu beiträgt, weil er sich halt wirklich von niemandem helfen lässt. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich mein Problem. Also ja, natürlich, ich habe ihn gesehen, denn er ist nun mal, er ist omnipräsent auch über das Studio Ghibli hinaus. Wenn es heißt, was sind zum Beispiel die deprimierendsten Filme oder was sind Filme, die man gesehen haben sollte, dann kommt auch die letzten Glühwürmchen so oder so mal mit drin vor. Und ich fand ihn auch gut und ich fand das auch schrecklich und grausam. Also ich glaube, bei mir waren die Erwartungen an sowas vielleicht doch dann ein Stückchen zu hoch, weil ich habe ihn auch relativ spät gesehen. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich ein Punkt, warum ich nicht mich so richtig in diesen Film einfinden konnte. Nee, dieser Punkt ist mir bei der zweiten Sichtung auch mehr aufgestoßen. Also, wenn man den dann später nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht, dann fragt man sich echt, wieso er nicht einmal Hilfe annimmt und wenn es nur für die Schwester ist. Da ist man dann echt so ein bisschen auf Sauer. Da steckt er ja auch, da steckt ja auch vielleicht das Denken zur damaligen Zeit oder eben dieses Indoktriniertsein, das steckt ja da auch mit drin. Nee, es ist nicht nur das,
Es ist auch dieser gewisse Stolz, ja, den die Japaner mit sich führen. Und das ist wirklich so etwas, wenn das verletzt wird, das gehört zu den Schlimmsten, was du bei denen machen kannst. Also, der tut seine Schwester aber auch. Ein bisschen versteht man die Mentalität und denkt, ja, ja. Das ist halt wirklich so dieser innere Konflikt, den man dann mit sich selber auch gerade austrägt und sagt, ja, wieso machst du das nicht? Wieso lässt du nicht zumindest deiner Schwester helfen? Ja, und auf der anderen Seite muss man... Also an dem Punkt kann man sich wirklich reiben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Anverwandten, die ihm ja, glaube ich, erst Hilfe anbieten, dass die auch nicht sonderlich empathisch reagieren, ne? Ja. Das ist doch, glaube ich, seine Tante, gerade soweit ich weiß. Die Oma ist hart oder die genau, Tante. Genau, genau. Die Tante, ja. Und da versteht man vielleicht auch, dass er es auf eigene Faust schaffen will. Also ich kann mich da Patrick anschließen. Das spiegelt auch die japanische Kultur wider. Und ich meine, ich habe auch mal ein Interview mit Takahata gelesen, dass er gesagt hatte, dass ihm, da, glaube ich, das mit der wichtigste Aspekt an dem Film war, das aufzuzeigen, dass das auch was Selbstzerstörerisches an sich hat. Und eben natürlich auch, ja, die damalige Zeit. Natürlich ist er auch irgendwie überfordert mit der Situation, meint es aber auch irgendwie selber schaffen zu können. Also der ist auch nicht, das ist aber die tolle Ambivalenz eigentlich an dem Film, der ist jetzt nicht irgendwie krampfig darauf gemünzt, unbedingt Sympathieträger zu sein. Nee, und der nicht, ist auch, überhaupt nicht, für nein. vieles, für vieles ist er auch tatsächlich direkt verantwortlich, was passiert. Du musst natürlich auch bedenken, ihm wächst das auch über den Kopf, beziehungsweise er kann gar nicht wirklich so einschätzen, was gewisse Entscheidungen für einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Und gerade das macht diesen Vor Film für mich ist sehr, sehr, sehr menschlich. Kind. Ja, 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 er ist am Ende, er ist auch irgendwie ein Kind, was natürlich auch, also das merkt man in vielen Szenen, wo er dann auch mit seiner Schwester irgendwie rumalbert, dass er sich eigentlich theoretisch diese Kindheit noch irgendwie erhalten will, dass er jetzt aber schnell erwachsen und reif und bestimmend agieren muss, weil er eben auch, ja, für seine Schwester irgendwie auch beide Elternteile ersetzen muss auf einmal, ne? Also ich finde ihn auch nicht schlecht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil der ist wirklich hart und auch trotz seiner FSK 6 und ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen, also zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ja, der ist unangenehm. Der ist unangenehm und der hat halt so mehrere bittere Nachgeschmäcke, also jetzt nicht nur eben das Ende, sondern auch was, wo wir hier gerade noch so ein bisschen geredet haben, also der ist wirklich bitter. Und da helfen auch nicht so diese wirklich kleinen Schimmer, die da drin stecken, die helfen dann nicht wirklich aus dieser Bitternis so richtig raus. Deswegen ist es kein Film, den man jetzt vielleicht jeden Monat oder so sich zu Gemüte führen muss. Nee, der liegt wie Steine im Magen. Also das ist, aber das finde ich halt das Großartige an dem, dass er auch nochmal, also wie gesagt, der ist halt der genaue Gegenentwurf zu Totoro, der pervertiert eigentlich im Grunde genommen durch den Krieg, also durch das Kriegssetting, aber auch durch eben menschliches Versagen förmlich die Kindheit, die denen genommen wurde. Und das finde ich so stark an dem. Ich kann verstehen, also der ist wirklich unangenehm, dieser Film. Keine Frage, den guckt man sich nicht mal so eben nebenbei an oder sonst was. Aber auf der anderen Seite, Entschuldigung, Frosch im Hals. Auf der anderen Seite müssen solche Filme vielleicht sich auch so anfühlen, ne? Weil sie wirklich, also der muss irgendwo wehtun, finde ich tatsächlich. Und das tut er auf eine, wie ich finde, sehr tolle Art, ja. Ja, es gibt viel zu viele Kriegsfilme, die den Krieg auch verherrlichen und das wie ein Abenteuer darstellen. Deswegen muss immer wieder mal auch so ein harter Kontrast rein. Ja. Ich finde es ja auch zum Beispiel sehr problematisch, also wenn man jetzt ganz kurz einen Schwenk Richtung USA macht, alle Filme, die in den USA gedreht sind und irgendwo einen Militärbezug haben, da hat ja auch das Militär so ein bisschen die Finger mit im Spiel, dass es alles sehr heroisch, sehr abenteuerlich und so weiter dargestellt wird. Das finde ich, haben sie hier, also ich muss ehrlich sagen, das hat meiner Ansicht nach nichts darin zu suchen, weil das ein falsches Bild von so einem Militäreinsatz aufbaut.
Deswegen finde ich gerade eben die letzten Glühwürmchen enorm wichtig oder auch Filme in der Form von die letzten Glühwürmchen, weil man da einfach auch mal so ein bisschen wieder auf den Boden zurückgeholt wird und sich mit einer Lebensrealität auseinandersetzen muss, die man eigentlich so nicht so einfach vor Augen hat. Ja. Ja, und deswegen, Dom, du hattest kurz Totoro schon einmal angesprochen als ein Film, der ja wirklich in eine komplett andere Kerbe schlägt, und ich weiß, wir haben ihn hier nicht auf der Liste stehen, weil, ja, keine Ahnung, ich mich dann im letzten Moment doch dagegen entschieden habe, ich gebe es zu, ich bin schuld. Ja. Aber er ist aus demselben Jahr und vielleicht können wir kurz, weiß nicht, drüber reden, weiß ich nicht, aber er ist ja zumindest auch bedeutsam, auch was Luisa schon, ich weiß gar nicht, was im Vorgespräch oder sogar schon zu Beginn des Podcasts. Nee, er im ist Vorgespräch. Er ist relevant für was nämlich, Luisa? Das Logo, das wunderschöne Studio Ghibli-Logo. Das erinnert nämlich sehr stark an Totoro, den Nachbarn aus dem Film Mein Nachbar Totoro, genau. Ja, und ich habe mich, ich muss dazu sagen, ich habe mich damals, als ich Mononoke zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, was soll das sein im Vorspann? Also wirklich überhaupt keinen Bezug zu gehabt, und irgendwann habe ich es gepeilt, oh, das ist dieses riesige Pelzvieh, ja, als Mischung aus Bär, Katze. Ja. Totoro ist mittlerweile so überpräsent, er hatte schon diverse Cameos in der Popkultur, unter anderem zuletzt bei Toy Story 3. Stimmt, oh mein ja. Gott. Wusste ich. Das war schön, das war schön. Ich habe ihn auch mal, das weiß ich noch, ich habe mal einen Making-of gesehen von den Aardman-Studios, also hier die Shaun da Scharf machen und so weiter. Und da saß einer halt in seinem Büro und im Hintergrund saß halt Totoro. Das war so schön, also da merkt man wirklich, dass die einen wahnsinnigen Impact haben und dass Pixar denen halt auch so ein Tribut erbracht hat in Toy Story 3, vor allem der sitzt ja nicht nur irgendwie mal kurz im Hintergrund, der kommt da wirklich ein paar Mal ins Bild und hat ja das breiteste Grinsen aller Zeiten. Also. Ja, und da gibt's halt auch einen netten Funfact, den haben wir damals auch im Pacific Rim Cast erwähnt, also die Kleine im Cast konnte Guillermo del Toro nicht aussprechen, deswegen hat sie ihn gefragt, ob sie ihn Totoro nennen darf. Und sie hat ihn danach immer Totoro genannt. Und dann sieht man so ein Gruppenbild und da grinst Guillermo del Toro halt wirklich wie Totoro. Wirklich mit so einem breiten ohne Grinsen. Schirm. Ohne Schirm. Genau. Man muss schon sagen, also Totoro ist halt auch einfach das perfekte Plüschtier. Also, oh ja. Er ist ja schon so flauschig und dann noch mit diesem freundlichen Gesicht und ja. Und dann gibt's den auch noch als überdimensionierte Couch. Genau. Oh. Hey, ich finde für mich, einer der schönsten Ghibli-Momente ist, wenn das kleine Kind zum ersten Mal Totoro sieht und sie sich ihm vorsichtig annähert und er halt wirklich reagiert wie ein Tier und nicht wie ein anthropomorphes Tier, sondern wie so eine übergroße Katze. Ja, vor allem, der guckt so herrlich verpeilt und ich finde auch diesen Moment so grandios, wo die irgendwie unter der Nase juckt oder so. Oh. wo die auf ihm liegt, das ist so herrlich. Oder halt auch diesen trockenen Kommentar, als der halt irgendwie abgehauen ist mit dieser Buskatze, steht dann die Schwester da so, Totoro, er hat Papas Schirm mitgenommen. Nein, ich finde das auch so herrlich, wie die am Bushalteplatz stehen und sie geben ihm den Regenschirm und das Riesenvieh passt auf einmal unter diesen kleinen Schirm. Ja, und wie der sich dann freut, dass er die Tropfen nicht mehr abkriegt, weil er ja vorher nur so ein Lotusblatt hat. Gott, das ist so herrlich. Gott, dieser Film, ey. Dieser Film ist trotzdem, der hat so viele erwachsene Themen drin, obwohl er diese kindliche Verspieltheit drin hat. Also wirklich der komplette Gegenwurf zu die letzten Glühwürmchen, wo dann auf so einen kindlichen Moment die knallharte Realität dann heftigst zugeschlagen hat. Das ist schön, dass du den Film jetzt nochmal ansprichst, denn jetzt kann ich endlich meine Überleitung einbasteln, die ich mir hier seit 15 Minuten aufgeschrieben habe. Von den Tränen, die einige am Ende von die letzten Glühwürmchen vergossen haben, kommen wir nämlich jetzt zu den Tränen der Erinnerung. Luisa. Oh.
Paul aber einen der war wundervoll. Der war exquisit. Auch wenn er sehr dunkel klingt und ihr da jetzt schon eine sehr dunkle Vorgeschichte hingespannt habt. So dunkel ist er tatsächlich nicht. Es ist ein Film aus dem Jahre 1991, auch von Isao Takahata. Merkt man auch, Länge 119 Minuten, FSK 0, so wie die meisten Ghibli-Filme. Und da geht es eigentlich nur um Taeko. Und Taeko ist 27, lebt in Tokio als Büroangestellte im Jahre 1982. Und sie möchte Urlaub machen. Das ist eigentlich... Ja, und ich denke mal, jeder kann sich von uns wahrscheinlich damit schon direkt identifizieren. Sie überlegt nämlich, wo macht sie den Urlaub am besten? Da, wo sie sich als Kind früher immer am liebsten gesehen hat, und zwar auf dem Land, in der Präfektur Yamagata. Und zwar hat sie da, sie hat eine Schwester, ihr Mann, also der Mann der Schwester, der hat eine Familie, die aus Yamagata kommt. Die haben dort Landwirtschaft und sie beschließt einfach, dort Urlaub zu machen, um ja bei der Landwirtschaft zu helfen, weil sie das eigentlich ganz gerne macht und sie gerne in der Natur unterwegs ist. Und ja, während sie da so ihre Reise antritt und auch ihre Reise durch ihren Urlaub weiterführt, ja, kommen immer mal wieder so ein paar kleine Erinnerungen an früher hoch. Und sie erzählt von diesen Erinnerungen. Ja, im Grunde versucht sie so ein bisschen auch ihre verschiedenen Erlebnisse aus der Kindheit ein bisschen zu verarbeiten. Sieht auch urkomische Erinnerungen plötzlich wieder vor dem eigenen Auge auftauchen, so wie es im Alltag einfach so ist, gerade als Erwachsener oder junger Erwachsener Mensch sowieso. Da hat man immer mal wieder so kleine Momente, wo bestimmte Bilder vor den Augen getriggert werden. Und dann überlegt man nochmal, sinniert ein bisschen über die Gedanken. Und manchmal muss man halt auch ein kleines bisschen weinen. Und so ist es bei der Taeko. Und das finde ich eigentlich gerade das Wunderschöne an dem Film. Weil der ist sehr, sehr ruhig. Also man wird da kein Riesenabenteuer erwarten können, das auf keinen Fall. Aber gerade wenn man als junger Erwachsener den Film sieht, kann man sich da schon sehr gut reinfinden, weil Taeko auch so ein kleines bisschen, sie hat zwar ihre Bahn gefunden, sie ist Büroangestellte, verdient nicht schlecht, aber trotzdem, sie hat noch keinen Freund, also mit der Partnerschaft hat es nicht so geklappt. Da hängen auch schon hier und da die Schwester oder die Eltern in den Ohren. Kennt natürlich jeder. Und auch sehr typisch für Japan. Natürlich, richtig. Ja, da kommt auch der Asia-Gedanke ein bisschen raus. Und genau, sie muss auch erst immer mal wieder so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und sagt, sie ist irgendwie zufrieden, aber nicht so richtig angekommen. Und genau, das im Grunde begleitet man sie da so ein bisschen beim Ankommen. Und das finde ich gerade das Schöne. Es ist halt ein sehr ruhiger Film, weniger für Kinder gedacht, auch wenn er sehr viele kindliche Momente zeigt von ihr als Kind, die sie mit ihrer Familie erlebt hat. Und das kommt nicht von ungefähr mit den Kindheitserinnerungen. Die Geschichte hat sich Isao Takahata als kleiner Spin-off quasi gedacht, beziehungsweise hat eine Vorlage von einem Shoujo-Manga von Hotaru Okamoto, genau so, genommen. Ja, ist nicht so ein leichter Name. Auf jeden Fall zeigt sie da so ein bisschen das Leben von einer 10-Jährigen. Und Isao Takahata hat sich gedacht, nehmen wir doch einfach diesen tollen Manga und erzählen den aber schon mal andersrum. Und zwar von der Perspektive einer 27-Jährigen, die sich immer mal wieder an die Zeiten zurückerinnert. Genau. Mhm. Also auch wieder eher so ein etwas untypischerer Ghibli, würde ich mal so sagen. Ja, ich lese jetzt hier auch gerade, dass der, also hast ja gerade schon erwähnt, dass Isao Takahata das Ganze so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und der Film wurde anscheinend zunächst abgelehnt, weil die Geschichte als zu normal empfunden wurde. Und dadurch ist dann aber wohl Takahata auch nochmal, also Miyazaki hat sich dann wohl für ihn verbürgt und hat den Film dann auch produziert. Das waren ja immer noch so die Anfangsjahre von Ghibli. Ne? Ist ja auch der, jetzt muss ich gerade gucken, der fünfte, sechste Film von Ghibli.
ja, bei dem Film kann man so wirklich die Leidenschaft von Isao Takahata spüren, wirklich, weil er ist hingegangen, hat sich gedacht, na gut, wenn ich schon einen Film über das Landleben in der Präfektur Yamagata verfilmen möchte, dann gehe ich doch einfach mit meinen ganzen Leuten dorthin und studiere das Leben dort, weil er wollte das sehr, sehr realitätsnah umsetzen, auch von der Animation her. Deswegen haben sie da auch sehr lange Zeit verbracht, um das wirklich so nah wie möglich am Leben, am realen Leben abbilden zu können, auf die Leinwand bannen zu können. Und deswegen, ja, hat sich auch die Veröffentlichung des Kinofilms etwas verschoben um gerade mal 15 Monate. In Corona-Zeiten gar nicht mal mehr so ungewöhnlich. Nee, überhaupt nicht, aber für damalige Zeit schon. Aber das merkt man auch, weil er hat schon sehr viel Liebe zum Detail bewiesen. Auf jeden Fall. Und man kann sich das halt auch wirklich eins zu eins vorstellen, wie es dort war zu der Zeit. Das ist ja auch noch in den 80ern. Wird jetzt wahrscheinlich wieder, nee, 90ern. Sind jetzt knapp 30 Jahre schon wieder her, aber ich denke mal, an der einen oder anderen Stelle wird es dort immer noch genauso gelebt. Und das finde ich gerade das Wunderschöne an dem Film. Ist halt eher so ein bisschen auch ein Film für einen sehr ruhigen Abend. Und ich muss auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt, also er gilt nicht als der allerbeliebteste Ghibli. Geht ein bisschen unter, eben weil er ich würde mal sagen, so eine sehr alltägliche Thematik hat. Aber gerade deshalb finde ich es eigentlich schade, dass der so untergeht, weil, ja, ich finde, der ist auch sehr gut für den Alltag zum Abschalten geeignet. Oder auch, wenn du mal wieder so ein bisschen in der Sackgasse stehst und so denkst, ja, eigentlich geht's mir ganz gut, aber so ganz zufrieden bin ich auch nicht. Dann tut es manchmal gut, so einen Film zu sehen und zu erkennen, ja, das ist halt das Leben. Mit einem Glas Wein. Richtig. Mit einem Glas Wein. Genau. Ich würde den Film tatsächlich als so eine Art Slice-of-Life-Film verordnen. Ja. Und ja, der guckt sich ganz nett. Das ist wirklich für so einen Abend, wo man runterkommen will, wo man dann nicht allzu große Aufregung braucht. Dann ist es halt ein schöner, kleiner Film, aber das ist halt wirklich so ein sehr normaler Film. Wenn du bei Ghibli fantastische Welten willst, dann könnte dich der schon langweilen. Aber ich finde, da kommt halt wirklich Isao Takahata wieder raus, weil er hat sehr häufig sehr lebensnahe Filme dargestellt. Also wenn man nochmal so ein bisschen an die letzten Glühwürmchen und so weiter denkt, ne? Er hat eher schon so den Hang, also weniger zu diesen fantastischen Welten, sondern eher diesen Hang real, eher so im realen Leben anzukommen und da die ganz kleinen zauberhaften Momente aufzuzeigen. Und das, finde ich, gelingt ihm absolut grandios. Also das ist wirklich sein Markenzeichen. Ja, das ich muss auch sagen, ich glaube, dass man den, also ich finde es tatsächlich schön, wie man da jetzt auch nochmal den Bogen schlagen kann dann zu dem, was du zu Kaguya letztes Mal gesagt hast, also Legende der Prinzessin Kaguya ist ja auch von Isao Takahata. Genau. Und ich muss sagen, je mehr ich drüber nachdenke und auch halt, also ich muss den hier tatsächlich noch nachholen. ich bin ganz ehrlich, der und Ocean Waves, ich wusste, bevor die alle zu Netflix reintrudelten vor anderthalb Jahren, wusste ich nicht, dass die beide existieren. Und irgendwie ist das sehr schade, weil Isao Takahata, also so sehr ich Miyazaki auch schätze, aber Isao Takahata hat tatsächlich eine sehr, also ich finde, aus seinen Filmen spricht für mich bisher, also was du jetzt erzählst oder was ich auch bisher selber gesehen habe, spricht eine unglaubliche Menschenkenntnis. Ja. Und auch immer diese Verknüpfung, also der scheint noch deutlich mehr in der japanischen Kultur verwurzelt gewesen zu sein, als jetzt zum Beispiel Miyazaki, der auch eher geprägt ist. Das sieht man zum Beispiel an das Schloss im Himmel oder eben auch an Totoro oder Chihiro, zu dem wir auch noch kommen. Da sieht man eher, dass der sehr geprägt ist von Europa tatsächlich. Dass der eher, also Schloss im Himmel spielt ja zum Beispiel in Italien. Mhm. Ne? Und bei Isao Takahata ist das tatsächlich alles vielleicht noch auch ein bisschen sperriger,
Aber ich muss sagen, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr interessiert mich dieser Mann, muss ja, ich der, ganz ehrlich sagen. Der hat halt wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Liebe auch zum eigenen Land. Und ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil das hat, also Japan hat unfassbar viel zu bieten. Und ich finde, Isao Takahata bringt das auch sehr gut rüber. Also deswegen fand ich auch die Legende der Prinzessin Kaguya so toll, weil da war das erst, also das war wirklich mein erster wirklicher Berührungspunkt zu einer japanischen Legende. Also er erzählt einfach auch viel über Japan. Ich finde es super spannend für Leute, die auch an Japan interessiert sind. Und die Legende der Prinzessin Kaguya fand ich insoweit interessant, weil du lernst nicht nur in der Verfilmung die Legende kennen und dann auch so ein bisschen die Legendenerzählung in der japanischen Kultur, sondern auch tatsächlich so ein bisschen vom Zeichenstil. Also weil der erinnert ja auch sehr stark an alte Zeichnungen, die man so mit Japan verknüpft. Die Bedeutung Busche. Von Kirschblüten, diese ganzen hellen Farben, dann noch diese immer freundliche Musik eigentlich, obwohl es um eine sehr, sehr traurige Thematik geht. Das ist so das, womit ich Japan verbinde. Und ich finde, Isao Takahata bringt auch genau das rüber. Ich finde auch vor allem, er bringt das uns Europäern sehr gut rüber, was die japanische Kultur ausmacht. Ohne, dass man jetzt einen großen Vortrag da anhören muss oder sich da einlesen muss, er bringt das auf eine sehr spielerische Art rüber, ohne dabei als trocken zu werden. Ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich bei ihm, und das finde ich sehr interessant gegenüber Miyazaki, der einfach ein anderer Künstler ist irgendwo. Bei Isao Takahata sehe ich tatsächlich auch, also du hast schon recht, der ist sehr der japanischen Kultur zugetan. Mhm. Aber zugleich, also wenn man dann jetzt zum Beispiel nochmal an die letzten Glühwürmchen denkt, er ist auch durchaus dazu imstande, das kritisch zu hinterfragen und irgendwie auch zu problematisieren. Also Stichwort dieser Starrsinn und Stolz. Ne? Genau, also er zeigt nicht nur die positiven Seiten und macht eine Lobhudelei, das auf keinen Fall, sondern er versucht das wirklich eher nüchtern zu betrachten und auch nüchtern dem Zuschauer darzulegen. Ich meine, das siehst du ja auch bei der Legende der Prinzessin Kaguya genauso. Oder bei Die letzten Glühwürmchen. Also auch sogar jetzt bei Die Tränen der Erinnerung, bei dem Film, wo wir jetzt eigentlich gerade sind. Auch da merkt man das enorm, weil eben dieser Druck auf Taeko mit der Heirat und dann halt auch dieser Umgang damit, auch mit der Umgang innerhalb der Familie, gerade als sie noch klein war. Sie hatte einen sehr, sehr, das kann ich, denke ich, mal vorwegnehmen, einen sehr strengen Vater, dem auch mal die Hand ausgerutscht ist. Und da merkt man so, in Japan war das mit der Kindererziehung damals halt doch eine etwas strengere. Aber trotzdem denkt man so an seine Kindheit zurück und denkt, in Deutschland war das früher noch kurz, also gar nicht lange vor meiner Zeit ähnlich. Deswegen kann man da auch wieder sehr guten Bezug schaffen. Und das wird auch durchaus bei Tränen der Erinnerung sehr stark hinterfragt, dieser Erziehungsgedanke, der damals da war. Und das finde ich echt super. Also er zeigt, so war es, so ist es. Und es muss nicht aber alles wirklich richtig sein, so wie es läuft. Er hinterfragt auch so ein Stück weit die Nostalgie. Ja, genau. Ja, also ich muss auch sagen, vom Zeichenstil her, er ist schon ein kleines bisschen anders als die anderen, aber ich glaube... Ja, sehr rudimentär. Also man merkt halt auch so, man guckt ihn an und sieht einfach die Heidi-Kuller-Augen, die kann man nicht übersehen. Ja. Es tut mir leid. Ich habe den gesehen, habe sofort Heidi im Kopf gehabt. Und die Bäckchen auch, ne? Absolut. So, ja, und vor allem sie als kleines Kind, als die 10-jährige Taeko, absolut. Also wie sie da so rumstampft und teilweise auch ihr rotes Kleidchen anhat. Also man hat auf jeden Fall harte Heidi-Vibes. ja. Also
von dem her, ich würde nicht sagen, dass er in die Jahre gekommen ist vom Zeichenstil her. Ich finde, er ist unüblich vom Zeichenstil her. Das würde ich eher so sagen, ja. Aber man kann sich trotzdem gut auf ihn einlassen, weil ich, was ich sehr schön finde bei Taeko als 27-Jährige, man sieht halt nicht mehr aus wie der jüngste Backfisch. Man sieht aus wie eine junge, junge erwachsene Frau und es kommt da auch sehr, sehr gut rüber. Nur manchmal hatte ich so ein bisschen Oma-Vibes, das war so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sind ganz, ganz wenige Stellen. Aber ansonsten haben sie es einfach wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, das, wenn ich jetzt gucke, was Takahata danach gemacht hat, den kann man auch mal kurz erwähnen, meine Nachbarn, die Yamadas, der hat vermutlich den, der hat vermutlich den eigenwilligsten Zeichenstil überhaupt. Ja. Und ist auch ein bisschen... Den halte ich ehrlich gesagt, ja, ja, aber den halte ich irgendwie auch für unterschätzt. Es ist ein etwas, also wir hatten ja eigentlich gerade versucht, Isao Takahata auch so ein bisschen als Künstler festzuzucken, aber der fällt tatsächlich dann raus. Aber ich muss sagen, den mag ich tatsächlich sehr gerne. Bei dem aber der sei jetzt auch der wirklich, macht auch was, wirklich. Ja. Bei dem hatte ich ganz leichte Shin-Chan-Vibes. Aber im Prinzip wäre das ja schon wieder ein eigener Cast, unterschätzte oder unterwerte Ghibli-Filme, weil in dem Bereich sind wir gerade. Ja, das merke ich. So, apropos. unterschätzt jetzt. Auch die Zeit. jetzt kommt Paul. Jetzt. Nein, aber das passt ja ganz gut. Ich meine, der erzählt wahrscheinlich auch zu einem der Filme, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich auf dem Schirm hat, wenn man jetzt vom Studio Ghibli redet. Ich habe mir noch Porco Rosso ausgesucht. Ein Film aus dem Jahre 1992, wieder von Hayao Miyazaki. Und der ist eigentlich auch so, er hat wenig Magisches, sage ich mal. Er ist eigentlich so, ja, fast, ja, realistisch, außer dass seine Hauptperson ein Mann mit einem Schweinskopf ist. Und um diesen Piloten, um diesen titelgebenden Piloten dreht sich das. Wir befinden uns in Italien, glaube ich, Ende der 1920er. Die Regierungszeit der italienischen Faschisten rückt auf den Plan. Und ja, in dieser Zeit treibt Porco Rosso quasi sein Unwesen und es passiert ganz viel. Es gibt, es gibt Kopfgeldjäger, fliegende Piraten. Also da steckt ganz viel drin. Es gibt eine Sängerin, in die er so ein bisschen verliebt ist oder wo sich eine Romanze anbahnt oder so. Ist jetzt nicht, gebe ich zu, der vielleicht tiefgründigste Ghibli-Film, der gibt aber für mich definitiv einer der unterhaltsamsten und einer, den ich einfach angeschaut habe und mir damals nichts dabei erwartet habe, weil ich eben auch von dem noch nie was gehört habe und dann okay, spielt halt ein Schwein die Hauptrolle, ja, okay. Ich find's halt schön, wie das so kaum eine Rolle spielt. Also es ist halt einfach so. Das wird wirklich als gegeben hingenommen. Ja, ich finde ihn von der Atmosphäre finde ich ihn fantastisch. Ich finde der hat ganz tolle auch Nebenfiguren wieder drum. Der hat auch wieder eine schöne Message natürlich. Jetzt wie gesagt nicht so tiefgründig und nicht so präsent wie jetzt in den anderen Filmen. Aber er hatte echt Spaß mit denen. Ja, der ist, wobei ich dir widersprechen würde, dass der nicht tiefgründig ist, weil der hat immer wieder starke Bezüge und Verweise auf das faschistische Mussolini-Regime zu der Zeit, aber ne? Im Vergleich zu den anderen ist er wirklich einer, der nur das oberflächlich aufzeigt, in meinen Augen. Ja, der ist ich fühle mich bei dem immer so ein bisschen auch an Wie der Wind sich hebt erinnert. Die sind ja, also ist auch wieder große Faszination und Leidenschaft fürs Fliegen drin. Wie der Wind sich hebt, ist eigentlich so ein bisschen die ernste Variante von dem hier ohne Schweinskopf. Ja, also ich finde hier ist schon sehr viel auch Klamauk mit drin. Also auch sehr viel, sehr viel Spaß. Ja, ja. Und dann gab's. Der ist sehr verspielt. Ja, richtig, Der ist sehr, sehr verspielt. Inklusive ausgesetzter Vaterrolle, die er dann irgendwann im Verlauf des Filmes auch übernehmen muss. Ja, natürlich. Wir haben ja auch wieder die junge technikbegeisterte Frau oder was sogar noch Mädchen, ich weiß es gar nicht. Das ist
ist noch ein kleines Mädchen, das er quasi als Ziehtochter noch angehängt bekommt. Genau, richtig. Ich guck den gerne. Ich bekomme jetzt schon Lust, den zu gucken, ja? Paul. Mhm. Der sieht echt sehr, also ich habe den lang nicht mehr gesehen, ich habe den sehr lustig in Erinnerung. Ja. Geht mir genauso. Was mir noch einfällt zu Porco Rosso, der spielt auf jeden Fall in Italien, ja. Weil und den hat auch Pixar referiert, jüngst in Luca, da hieß nämlich, soweit ich weiß, die Stadt, in der das Ganze spielt, Porco Rosso, genau, also schön. Silenzio, ja. Bruno. Ja, der geht auch, der geht auch nicht lang, ich glaube, der geht 90 Minuten. Höchstens, und dann, ja. Es ist, ja, irgendwie, ich schau nicht, ich muss ihn auch mal wieder schauen. Bei mir ist es auch schon ein bisschen her, aber er ist mir, den hatte ich dann mit als erstes nach Ponyo beziehungsweise nach Mononoke gesehen und ich war, warum geht der so unter zwischen denen? Der ist doch, ich finde. Ich habe da letztens sogar noch mit Kumpels drüber geredet und die haben mir gesagt, mit Porco Rosso konnte ich am wenigsten von den Ghibli-Filmen anfangen. Ich gucke den heute und hab's nicht verstanden. Aber da sind wir schon wieder bei dieser obligatorischen Zweitsichtung. Aber ich fand den schon bei der Erstsichtung gar nicht mal so verkehrt. Der macht einfach Spaß. Der hat dieses locker-flockige, das eben auch das Schloss des Caligostro an sich hat. Irgendwie fällt der schon aus diesem Miyazaki-Raster. Er ist nicht so tiefgründig. Er ist locker-flockige Unterhaltung. Richtig, er ist, ja. Aber er fällt doch auf der anderen Seite halt durch die Flugthematik sehr ins Miyazaki. Ja, aber ich finde eben auch mit diesen, also dieses, klar ist er jetzt so ein bisschen absonderlich mit diesem Hauptcharakter, aber auch so gibt es dann nicht, weil sonst widmet man sich ja auch realistischen Themen oder so. Also ich finde, wie gesagt, diese Musik, die da gespielt wird, auch diese, ich finde die Nebencharaktere auch alle so, die haben so einen gewissen Charme. Ich finde, die fühlen sich da. Ja, hattet ihr auch bei Porco Rosso, das ist mir damals aufgefallen, es ist bei mir schon eine sau lange Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich hatte leichte Casablanca-Vibes. Ja, auf jeden Fall. Ja, da gibt es auch diese... Wegen der Sängerin schon allein. Ja, genau, und in dieser Bar, so eine Barszene und dann... Ja. Ja, das stimmt, ja. Das hat so deutliche Vibes. Eine kleine Hommage, ja. Die Optik auch so ein bisschen, also der hat ja diesen Mantel auch an, das hat schon fast so leichte Noir-Vibes manchmal bei dem. Ne? Also es ist schon ein sehr uriger Film, der immer so ein bisschen, ja, der ist ähnlich wie, ich glaube, Pompoko ist dann wiederum auch von Isao Takahata. Mhm. Die beiden sind, glaube ich, so von Anfang der 90er und irgendwie sehr vergessen. Schade. Ja, Pompoko ist ja eigentlich so süß. Oh Gott. Ja, aber wenn du so willst, ich hatte auch leichte Captain Baloo-Vibes. Ja. Mit den Luftkriegern schon allein. Ja. Ich muss den mal wieder gucken. Also ich kenne viele, die den tatsächlich sehr, sehr gerne mögen. Aber manche kennen den halt gar nicht. Also ich finde, dass der halt während seiner 90 Minuten kein einziges Mal Langeweile aufkommen lässt. Irgendwie bietet er mir auch so eine tolle, so ein bisschen italienische Atmosphäre und dann zwischendurch so mal ein bisschen nachdenkliche Sequenzen, obwohl er eigentlich jetzt nicht die Masse und die Tiefe eben zu erzählen hat. Aber für mich hat er eben einen enormen Unterhaltungswert und deswegen doch, den muss ich auch mal wieder schauen. Also wirklich. Vor allem, er nimmt seine Charaktere auch ernst, ohne dass es zu ernst wirkt. Ja. Ich habe direkt Lust, den zu gucken. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Allein schon dieses fliegende Schwein, das hat was. Ja, einen Film, auf den ich auch wieder mal richtig Lust habe, ihn zu gucken. Und jetzt kommen wir endlich zu ihm. Er steht schon so lange hier im Raum und wir haben uns im Vorfeld schon fast um ihn blutig gestritten. Aber letztendlich dürfen wir ja alle drüber reden. Das ist ja das Schöne an so einem Cast hier. Dom, du hast noch einen ganz besonderen mitgebracht. Ja, ein etwas unbekannterer Film. ihr werdet wahrscheinlich noch nie von gehört haben. Also ist halt auch so einer der Vergessenen. Aber er ist nicht von Isao Takahata. Nein, er ist auch von Hayao Miyazaki. Und dann geht es, also es ist ein ganz kleiner Film. Ja, Prinzessin Mononoke oder so ähnlich heißt er. Wie bitte? Mononoke? Mononoke? Mononoke, ja. Ja, schnell mal googeln. Also
Es gibt auch nicht viele Postings dafür online. Nur wahrscheinlich 1000 Listen mit Deviant Arts. Egal. Ja, machen wir es kurz. Für mich das neben Chihiro wahrscheinlich noch das große Opus Magnum von Hayao Miyazaki. Ja, tatsächlich ein Fantasy-Stoff irgendwo. Durchaus feudalistisch-mittelalterlich geprägt. Eigentlich eine relativ simple Handlung. Ja, der junge Prinz Ashitaka wird halt verletzt, als er sein Dorf schützen will. Und er wird nicht von irgendetwas verletzt, sondern von einem Götter, einem, ja, was doch, Götterdämon sozusagen, ne? Oder nee. Das ist so ein einem, Altgott. Genau, einem Gott in Tiergestalt. Aber ein Befallen. Ist er befallen? Er ist genau. Von der Fäulnis quasi. Befallen. Genau, er wird infiziert sozusagen, also er steckt sich an mit einer tödlichen Krankheit sozusagen und sucht dann ein Heilmittel und zieht dann aus, eins zu finden und die Welt mit ungetrübtem Blick zu sehen, wie es an einer Stelle so schön heißt. Ach Gott, dieser Film ist so poetisch. Und ja, und stößt dann auf den Konflikt zwischen den alten Waldgöttern und der Herrin Eboshi an der Eisenhütte, wo halt so wirklich so der Konflikt zwischen Natur und Industrialisierung ausgefochten wird. Sowohl mit, ja, übernatürlichen riesigen Göttern in Wolfsgestalt. Boah. Und eben den, ja, Musketen, die Lady Eboshi auffährt und denen damit den Kampf ansagt und den Krieg erklärt. Und es ist, also um es ganz kurz zu machen, ich hatte ja schon irgendwie auch im Ghost in the Shell Cast gesagt, das ist für mich der Blade Runner unter den Animes. Hm. Und das hier ist für mich der Herr der Ringe unter den Animes. Und jetzt seid ihr dran. Wow. Ja. Yes. Ja, das war's. Kommen wir zu Chihiros Reise ins Zauberland. Oh, nee. Nein, aber kleine Korrektur, wenn der 2001 rauskam, war ich doch ein paar Jährchen älter. Nee, der kam 97 raus. Der kam 97. Dann war ich da 11. Mhm. Ja. Fantastisch. Also wirklich. Ein Film, der für mich auch abseits des Anime-Genres für mich zu meinen Lieblingsfilmen ever wahrscheinlich zählt. Boah, war der, hatte mich beim ersten Mal weggeblasen, weil er einfach, er kommt so in diesem, ja, in diesem Anime-Mantel, kommt er so daher und dann erzählt er eine Geschichte, die halt, die geht auch wirklich tief, die ist unheimlich, wie du schon gesagt hast, poetisch, die ist brutal, also da werden Körperteile auch abgesäbelt und auch gerade das Ende ist, boah, der hat mich echt geplättet, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und ja. Vor allem hier haben wir auch wieder eine gewisse Referenz bei Hellboy 2, wenn er den Waldgott abschließt. Das ist so eine dermaßen großartige Referenz an Prinzessin Mononoke, als da der Waldgott erschossen wird. Also da ja, hat die Popkultur auch so dermaßen, das inhaliert diesen Film. Mhm. Und Harvey Weinstein hat den mitproduziert. Das muss man sich mal überlegen. Ja, er hat ihn, glaube ich, in den USA hat er dann, glaube ich, irgendwie. Ach ja, ja, stimmt, über Miramax hat Disney den dann wahrscheinlich in die USA gebracht damals. Und Harvey Weinstein wollte diesen Film halt schneiden und er hat ihm dann einen Katana zugeschickt, quasi mit der Message, no cuts. Also er hat wirklich dafür gekämpft, dass dieser Film in dieser Fassung so rauskommt. Ja. Ich finde, diese kleinen Waldgeister mit diesen Wackelköpfen, die könnten auch aus einem Nintendo-Spiel kommen. Also gerade bei diesem Worldbuilding, diese Natur hat sowohl ihre heftigen Seiten, die schlägt so richtig heftig zu, aber dann hat sie auch dieses verträumte, so ein Abenteuerspielplatz, bei dem sich unsere Hauptdarstellerin dann immer wieder zurückziehen kann. Und wie schnell in diesem Film auch die Stimmung umschlägt von total unschuldig zu Kampfmodus und es fliegen Köpfe, es fliegen Arme. Ohne dass es aufgesetzt wirkt, ohne dass das jetzt wirkt, als würde jetzt der Ton komplett umschlagen. Es passt halt alles so organisch und das ist wirklich der perfekteste Miyazaki-Film und wirklich sein Meisterwerk, sein Opus Magnus, finde ich.
Definitiv. Ja, kurze Anmerkung in Richtung Nintendo, weil du ja gesagt hattest, Popkultur. In dem Spiel hier The Legend of Zelda Breath of the Wild, was ich ja, glaube ich, nicht großartig vorstellen muss, da gibt es tatsächlich auch, also da taucht der Waldgott auf an einer Stelle oder auf jeden Fall eine Stelle im Spiel, die oder ein Landschaftszug auf einem Berg, der extrem angelehnt ist an diesen Film und an wahrscheinlich die ikonischste Szene des Ganzen, nämlich halt, ja, die erste Begegnung mit dem Waldgott. Ne? Obwohl, der Film hat der besteht eigentlich nur aus ikonischen Sequenzen, also ernsthaft, der ist, boah, also allein schon die Musik von Yuhisa Ishii, die ist nicht von dieser Welt. Ja. Wenn dann The Legend of Ashitaka anklingt und er da am Anfang, wo er aufbricht und dann dort über die Wälder reitet, bevor es zu der ersten Szene gibt, wo da die ersten Körperteile fliegen. Das ist so schön. Das sind Landschaftsgemälde, also die sind, ah, oh, da kann man zum Dahinschmelzen. Aber ich würd auch so behaupten, das ist wirklich so der bildgewaltigste Ghibli-Film, absolut. Also, du hockst nur da und denkst dir so, vor allem bei den Szenen im Wald generell, also bei allen Szenen im Wald denkst du so, Screenshot. Das wäre jetzt ein sehr schöner Desktop-Hintergrund. Ja, es gibt auch, glaube ich, eine Funktion beim VLC-Player, wo du die ganze Zeit Screenshot machen kannst, während du was guckst. Also das wäre, glaube ich, perfekt dafür. Aber dann müssen wir nochmal betonen, im Vergleich zu den Filmen, auf den wir gleich zu sprechen kommen, es ist definitiv kein Kinderfilm. Wenn man da ein zu junges Kind packt, es könnte ähnliche Auswirkungen haben wie bei Watership Down, schon allein durch die aggressiven Affen und die Tiere, die dann teilweise schon expliziter werden, könnte das traumatisch für Kinder sein. Ja, der ist schon, also der macht keine Gefangenen, das muss man schon sagen. Also, und hat auch mit einer FSK 12, glaube ich, eine der höchsten Altersfreigaben. Ja, das und ist vor allem auch der längste Ghibli-Film, glaube ich, mit Abstand. Also ja, der geht ja wirklich, über zwei Stunden, ich sehe es hier gerade, 2 Stunden 14. Das ist für so einen Film wahnsinnig lang. Der ist halt wirklich, also auch von der Erzählweise, es ist, also ich bin jemand, ich meine seit Jahren dieses Wort episch. Ja. Aber dieser Film ist, das ist ein Epos, wirklich. Das ist ein Epos von vorne bis hinten. Und wobei ich dazu sagen muss, also ich liebe diesen Film. Aber wo ich ihn dann vor einiger Zeit noch mal geguckt habe und auch damals mit meiner damaligen Freundin mal, ist mir mal aufgefallen, dass der eigentlich ziemlich überladen ist. Also zum Beispiel mit den ganzen Parteien, die halt dran beteiligt sind. Ne? Finde ich tatsächlich nicht. Also zumindest ist es mir noch nie so aufgefallen. Ich habe ihn jetzt auch schon mehrmals gesehen und vor allen Dingen auch noch mal auf Blu-ray, weil der so schön aussieht. Oh ja. Er sieht fantastisch aus, wirklich. Und hier geht es mir ein bisschen so wie bei auch Nausicaa, dieses Worldbuilding. Es ist, also du hast, stimmt, es ist schon ganz schön voll und es gibt schon ganz schön viel, was man kann auch unglaublich viel hier reindeuten, weil es eben so viele verschiedene Parteien und Möglichkeiten gibt, das auch auszulegen. Natürlich schwingen hier auch wieder die ökologischen Botschaften mit oder diese Bezug zur Umwelt wieder und so weiter, natürlich ganz präsent, aber ich finde, man kann da auch noch tiefer reingehen und die einzelnen Positionen auseinandergeben, auch was die Lady da aufbaut. Auch ihren Bezug zum Beispiel zu ihren ArbeiterInnen oder zu denen, die für sie die Waffen bauen, die Bedeutung, die dort dahinter steckt und dann, also, boah, unheimlich dicht. Lady Eboshi krass. Ist eine wahnsinnig ambivalente Figur tatsächlich. Ja. Und nicht der klassische Bösewicht oder sowieso nicht. Schön. Ja, weil mir kam gerade der passendere Vergleich. Im Prinzip ist das Dschungelbuch mit Game of Thrones gekreuzt. Also gerade von diesen politischen Aspekten her passt das fast schon. Mit ein bisschen weniger Intrigen und weniger Hass auf allen Seiten. Weil was ich jetzt zum Beispiel bei Mononoke extrem spannend fand, deswegen hat der mich auch ganz am Anfang total schon direkt gecatcht. Du hast diese
Frau, die ja eigentlich für Fortschritt, für die Industrialisierung steht, dann hast du quasi der Spielball, der zwischen Wald, also zwischen Mononoke und dieser Frau vermittelt. Und ich habe irgendwie den Eindruck, beide Seiten wissen eigentlich, warum die andere Seite jetzt so handelt, wie sie es tut. Und beide Seiten sind entschlossen, für ihre Prinzipien, für das, was sie voranbringt, einzustehen. Aber keiner nimmt es dem anderen wirklich übel. Oder ist halt irgendwie, also da ist irgendwo so ein gewisses Verständnis da, aber da ist so eine Entschlossenheit gegeben, zu sagen, ich lasse das nicht zu, ich stehe dem entgegen. Und das ist so ein unfassbar erwachsener Film. Also da habe ich gedacht, genauso hätte ich das gern bei uns in der Politik oder sonst wo. Aber nee, das hat man halt überhaupt nicht, weil da hast du einfach Überzeugungen, die sind gewissermaßen nachvollziehbar. Und keine der beiden Seiten kann so wirklich die großen Folgen im Großen und Ganzen abschätzen. Und also das kommt eigentlich so ganz gut rüber. Es ist halt immer so, es gibt immer so diesen, in der Schwebe diesen Gedanke, oh, das könnte ganz schön schief gehen. Aber die Gewissheit ist einfach nie da. Da ist immer nur die Frage, was passiert denn dann? Und das finde ich so das unglaublich Spannende, weil das halt einfach ein sehr reflektierter Umgang damit aufzeigt. Und den vermisse ich halt in ganz vielen anderen Filmen total. Ja, ich finde, es gibt in diesem Film gibt's eine Szene, wie gesagt, Spoiler-Terrain hier, da gibt es, wo die, also Mononoke in das Schloss oder in die Festung von Eboshi eindringt und dann Ashitaka dazwischen geht. Und es gibt eine Szene, ich finde sie so, bei der kriege ich immer wieder Gänsehaut. Es ist des Nachts, wo sie sich gegenüberstellen und es gibt diesen Moment und dann hält Ashitaka einen kurzen Monolog über Hass und was es aus einem macht, weil er ist ja von diesem Hass oder von dieser Fäulnis befallen, die er dort und dann schleppt er sie ja noch weg und wird er ja nebenbei auch mal eben erschossen, was ganz schon total krass ist. Und bärenstark vor allem, ne? Also der hebt ja alleine das Tor an, also. Ich finde, da spielt das, was du auch gesagt hast, da ist es so kurz davor, so zu kippen in diese Richtung, wir hassen uns dafür, was wir uns hier gegenseitig antun, genau. Aber es wird eben auf eine Art und Weise aufgelöst, wo man sagt, es ist danach nicht unumkehrbar, sondern danach sind beide wieder auf den Boden zurückgeholt sozusagen, auch wenn sie sich natürlich dann weiter bekämpfen. Aber hier haben wir auch diese Ghibli-Ambivalenz. Wir haben in Ghibli-Filmen selten Bösewichte, die nur böse sind. Mhm. Das ist das Schöne auch. Ja, das vor allem Lady Eboshi ist da ein Musterbeispiel. Also bei der denke ich mir wirklich manchmal, das ist ein Anime gewordener Game of Thrones Charakter. Ja, wirklich. Interessant. Also wirklich. Ja, wobei sie steht ja sehr stark für ihre ArbeiterInnen ein, ne? Ja, das darf man gar nicht vergessen. Also sie hat den Menschen dort Arbeit gegeben, die hat denen eine Zukunft, eine Perspektive, Entwicklung vor allem auch gegeben. Und die Menschen dort sind ihr auch unfassbar dankbar und wollen ja mit ihr zusammen an einem Strang ziehen. Also du hast ja im Hintergrund diesen wirklich einen Bösewicht, und zwar der den Kopf des Waldgottes verlangt von ihr. Aber sie selber ist ja eigentlich nicht so die tragende Figur des Bösen, sondern eher, ja, sie hat eine Überzeugung. Sie hat die Überzeugung, dass das, was sie tut, der richtige Weg ist, weil das der Weg ist, der bis jetzt gezeigt hat, dass der für ihre ArbeiterInnen einfach der Richtige war, der ihnen Perspektive gegeben hat. Auch wenn das teilweise ganz viele Haut draufies sind, haben sie dort, das sind ja unfassbar witzige und lustige und auch teils sehr schwierige Charaktere, die dort zusammenleben, die vielleicht vorher wenig Perspektive hatten. Und die haben sie damit. Und damit haben sie plötzlich wieder
ja, ein Ziel vor Augen, wofür sie arbeiten, wofür sie leben wollen auch. Und das, also dann hat man ja eigentlich im Grunde ein ganzes Dorf um sich versammelt und das ist ja deine Familie. Und so hat man das Gefühl bei Lady Eboshi. Und deswegen, ja, ich glaube, sie hat auch einen unfassbaren Respekt, zumindest kam mir das immer so rüber, gegenüber Mononoke, gegenüber deren Ziel, weil im Grunde sind die auf einer Ebene, ne? Mononoke versucht im Grunde die, ja, das Leben im Wald aufrechtzuerhalten, da ein Gleichgewicht zu erzielen und zwar, weil sie dort aufgewachsen ist und weil das dort ihre Familie betrifft. Und im Grunde haben die ziemlich das gleiche Ziel und sind da auf Augenhöhe und ich glaube, deswegen haben die da auch füreinander einen relativ, also eigentlich einen sehr tiefen Respekt. Ja, das merkt man besonders an einer Stelle, wo ich habe da so einen Satz auch aus dem leider eigentlich ziemlich fürchterlichen deutschen Trailer im Kopf. da sagt die da von wegen irgendwie, wenn der Waldgott getötet ist und die Wölfe ausgerottet sind, dann wird das hier ein reiches Land und aus der Wolfsprinzessin wird ein Mensch sozusagen. Ne? Also die irgendwo will die eigentlich sogar irgendwo befreien auf eine gewisse Art. Ja, da steckt aber auf schon der so anderen viel Seite, drin. Wie sie sie irgendwie auch zähmen, also wortwörtlich zähmen und irgendwie natürlich auch in ihr Weltbild einordnen oder implementieren. Natürlich, ja. Na? Und da kann man schon wieder Interpretationsansätze ansetzen. Ja. Allein an diesem, also ja. Da gibt es aber die Szene mit den Leprakranken, die ich grandios finde zum Beispiel. Die verleiht Lady Eboshi einfach eine wahnsinnige Ambivalenz. Auch Yoehisa Ishii hat auch ein tolles, sehr ungewöhnliches Thema für sie geschrieben in der Musik. Also, ach, grandiose Figur. Ich weiß gar nicht, wie finde ich auch, ja. Ja, oder gut, als Kontrast dazu hat man natürlich dann zum Beispiel die Wolfsmutter von Zahn, meine Güte, Die ist eine Urgewalt, aber auch bei ihr gibt es so Szenen, wo dann kurzzeitig Frieden geschlossen wird, wo sie zu Prinz Ashita sagt, ja, eigentlich müsste ich dich töten, aber ich weiß, dass Zahn dich mag, deswegen das nächste Mal, wenn wir uns sehen, stirbst du, aber jetzt hau ab. Ja, vor allem merkt man auch, dass die auch spüren tatsächlich, diese alten Tiergötter, dass die auch spüren, dass ihre Zeit vorbei ist. Also da gibt es auch einen Monolog zwischen der Wolfstochter und der Wolfsgöttin, wo es heißt von wegen, ja, du könntest aus dem Wald gehen und du könntest ein Leben an der Seite des jungen Mannes haben. Sagt sie dann auch irgendwann und generell, wie der ganze Film schon eingeleitet wird oder überhaupt, also wie schon allein die Anfangssequenz mit diesem gigantischen Wildschwein, was dann auch von der Fäulnis befallen ist. Ja, und was das ausgelöst hat, also da merkt man, da stoßen auch die Naturkräfte aufeinander. Und am Ende ist es dann eben der Waldgott, der in diesem unfassbaren Finale im Grunde genommen die Gegebenheiten auf Null setzt. Das hat eigentlich fast schon was von einer Sinnflut eigentlich. Das ist so ein Prozess der Reinigung, der da stattfindet. Und ich muss sagen, der Film, der hat ein etwas plötzliches Ende, finde ich. Aber es ist auch ein Ende, also es ist auch kein direktes Happy End, es ist auch so ein Blick in so eine ungewisse Zukunft, aber jetzt auch nicht von wegen wie piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern es ist immer noch, wir versuchen irgendwie nebeneinander zu koexistieren, aber dieser zumindest Waffenstillstand ist sehr fragil halt. Ja, ich finde, also, das ist auch, also der Film nimmt halt, sagen wir mal, so klassische Charaktere, so wir haben einen Prinzen, wir haben eine Prinzessin, wir haben ein Fabelwesen und so weiter und bricht halt dann mit seiner Erwartung und seiner Charakterzeichnung so dermaßen die Erwartungen. Also ich habe dann wirklich bei den meisten Szenen wusste ich nicht, okay, wo geht's denn jetzt hin? Da ist aber auch dieser Charakter dieses Abgesandten des Kaisers, der wird ja am Anfang eigentlich erst als so ein pummeliger, knuffiger Charakter eigentlich eingeführt und eigentlich ist der ziemlich durchtrieben. Du meinst den Jiko? Ja, den genau, ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Nee, wobei der kommt daher erstmal wie wirklich die cartoonigste Comic-Relief-Figur
Ja, und auf einmal im Verlauf des Filmes nehmen sie da Twists und der ist wirklich am Schluss ein so durchtriebener Mensch, das sieht man ihm optisch gar nicht an. Und viele der Charaktere kommen wirklich erstmal wie aus dem Klischee-Charakterbogen an, um sich dann im Verlauf des Filmes wirklich zu entfalten. Ja, aber mal ganz doof gefragt, habt ihr es Chico übel genommen? Nein. Also ich konnte es ihm überhaupt nicht übel nehmen, das war das Schlimme. Es ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Charakter, so wie man es halt, also bei Haya oder bei Ghibli-Filmen im Allgemeinen ist man es ja gewohnt, keine Schwarz-Weiß-Charaktere zu haben, sondern man konnte irgendwie alle Handlungen nachvollziehen und deswegen hat man da irgendwie auch viel mehr Verständnis, Empathie. Also Ghibli, das ist auch die Stärke von Ghibli, die baut eine unglaubliche Empathie gegenüber den Charakteren auf. Ja. Und deswegen denkt man sich so, ja, das war jetzt gerade voll der Arschloch-Move, ne? So auf gut Deutsch gesagt. Aber irgendwie kann ich es nachvollziehen. Ja, ja, das ist ja eigentlich gerade das Wichtige, dass man lernt, einmal die Perspektive der Person einzunehmen und einmal auch zuzulassen, dass es dieses Perfekt einfach nicht gibt. Jeder hat Macken, jeder macht Fehler. Die Art und Weise, wie dann damit umgegangen wird, ist ja eigentlich das Ausschlaggebende. Und das bringen die halt auch wieder bei Mononoke enorm gut rüber. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das für mich so der Herr der Ringe unter den Animes ist. Und das ist nicht nur, weil es so ein großes Epos ist, sondern weil hier für mich auch viel drinsteckt, was man zum Beispiel auch bei J.R.R. Tolkien wieder sieht. Also auch dieser Konflikt Industrialisierung versus Natur, den man zum Beispiel auch bei den Ents in Herr der Ringe hat. Ja. Und ich jedes Mal, wenn ich den Film geguckt habe, stelle ich mir die Frage, was würde Professor Tolkien zu diesem Film sagen? Also auch dieser Naturalismus da drin zum Beispiel. Ne? Tolkien war ja ein großer Naturalist und da ist ja auch viel, also Saruman ist ja, in Herr der Ringe ist ja praktisch eine komplette Verkörperung, auch wie Lady Eboshi der Industrialisierung und des technischen Fortschritts. Ich finde ihn auch wichtig, gerade für unsere heutige Zeit. Ich finde, das ist ein Film, den sollte man mal gesehen haben. Mich hat dieser Film ähnlich geprägt wie die Kinosichtung damals von Toy Story 1. Also ich habe den damals wirklich im Kino gesehen. Ich habe die Geburt von Pixar miterlebt. Und ähnlich wichtig ist auch dieser Film ähnlich prägend. What? Okay, sorry, da würde ich hardcore widersprechen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Toy Story mit Mononoke vergleichen? Nee, nee, nee. Nein, nein, einfach nur wegen der Gründung der Pixar Studios. Nicht, dass die beiden Filme ebenbürtig sind, sondern weil ich erlebt habe, wie die Pixar Studios gegründet wurden. Aber der erste Toy Story ist toll und der dritte ist noch besser. Natürlich ist Mononoke besser, also das diskutieren wir schon nicht. Chihiros Reise ins Zauberland. Wir haben noch zwei Filme, die wir jetzt hier auf dem Zettel stehen haben. Vielleicht kriegen wir die ein bisschen kürzer hin. Mal schauen. Chihiros Reise ins Zauberland. Der, wo ich das Gefühl habe, eigentlich, oder zumindest war es so, der war mir von Studio Ghibli tatsächlich immer am präsentesten. Irgendwie schon allein durch den Oscar, den er bekommen hat. Ja, am häufigsten durchdiskutiert wegen der Story, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie viele interessante Diskussionsabende ich schon mit Freunden hatte, nur um diese Story durchzudiskutieren. Sehr schön. Patrick, du hast den ausgewählt. Kannst du ganz kurz sagen, worum es geht? Es geht um Chihiro, die zieht mit ihren Eltern nach Tokio und damit haben wir mal wieder endlich eine schöne Verbindung zum Weltreisecast. Wir sehen ein bisschen was von Tokio und Chihiro läuft so ein bisschen am Grundstück rum, das sie beziehen wollen und auf einmal landet sie im Zauberland. Und es passiert wirklich genauso unvermittelt, wie es klingt. Ja, es ist doch, glaube ich, ein ehemaliger Freizeitpark, ne? Ja, genau. Den sie mit ihren Eltern besichtigt. Richtig, und die Eltern verwandeln sich in Schweine. Weil sie nämlich ganz dreist sich an eine Ladentheke setzen und vom Duft angelockt, von leckerem Essen gelockt. Anfangen zu essen und plötzlich zu Schwein werden, genau. Und das macht natürlich Chihiro total betroffen
und fragt sich, was kann sie denn tun, damit ihre Eltern wieder zurückverwandelt werden und vor allem aufhören zu essen. Im Prinzip ab dem Moment, wo sie dieses Grundstück betreten, betritt sie den Kaninchenbau und ab da sind sie schon quasi in den Übergang zu dieser anderen Welt. Ja, und damit sind wir schon eigentlich so bei dem größten Charakterzug des Films. Das ist, nachdem Miyazaki schon in Totoro gewisse Anleihen daran hatte, ich sage nur die Buskatze. Buskatze, ja. Ist das hier, ist das ist seine Version von Alice im Wunderland. Um aber sowas von. Na? Mit einer Hommage an die japanische Kultur. Das ist unfassbar. Ja, ja. Ich finde es halt so herrlich und diese abgetretenen Ideen, die das abfeuert. Manchmal weiß ich nicht, ob ich dieses Abgedrehte genial oder psychedelisch finden soll. Da ist die Grenze halt wirklich extrem fließend. Naja, also im Grunde kann man so sagen, dass in dem Film tatsächlich ganz viele verschiedene japanische Geistergeschichten verarbeitet wurden. Mhm. Deswegen, also Yubaba ist ja auch so eine Typ, also, oder diese drei rollenden, durch das Zimmer rollenden Gesichter, die da die ganze Zeit. Ja, das ist so ganz typisch. Also, das sind alles tatsächlich Figuren aus der japanischen Mythologie. Geister, die an, ja, die von Mund zu Mund übertragen wurden und deswegen, und das kommt da einfach alles zusammen, weil man hat so das Gefühl, man taucht da in so ein Badehaus für Geister ein, ja, eigentlich. Es hat ja auch sowas Episodenhaftes. Ja. Und ja. Also meine Lieblingsepisode ist einfach, wo sie diesen, ich habe leider seinen Namen vergessen, dieses riesige dreckige Ding, dieses, wie heißt es? Dieses, so, das Ungesicht. So. Mit was für einer Unschuldigkeit Haku das Ungesicht reinlässt und was für ein Chaos die damit verursacht. Und dann haben wir noch dieses seltsame sprechende Baby, das mehrfach in dem Film die Größe variiert. Okay. Das ist echt das Weirdeste überhaupt. Das stimmt, ja. Baby Bo. Ja. So süß. Und es hat ja so viel Spaß gehabt mit Chihiro. Oh Gott, das ist wirklich. Aber Nina Hagen ist auch genial in der deutschen Synchro. Ja. Das muss man wirklich sagen. Aber also, ich mag an diesem Film auch wirklich, mit was für einer Beiläufigkeit hier wirklich die japanische Kultur und die diversen Mythen und Legenden hier einfach verwoben werden. Wenn man da Bilder pausieren würde und dann googeln würde, was das alles für Gestalten sind, da verbringt man schon mal einen halben Nachmittag. Ja, ja. Aber man kann sich da wirklich in diese Welt so herrlich reinfriemeln, ohne dass das so aufgesetzt wirkt, wie zum Beispiel bei einem Ready Player One. Einfach weil das in Japan sind das vielleicht extreme Größen, aber wir lernen hier wirklich eine Kultur kennen und diverse Sagen gestalten, dass dieser Film einfach nur Spaß macht. Und gerade mir als Hellboy-Fan, da ist Baba Yaga auch ein Gegner. Mir hat das so einen Spaß gemacht, da einiges auch aus dem Hellboy-Universum mehr oder weniger zu erkennen oder was das Hellboy-Universum sich gemopst hat. Ja, der Baba Yaga ist doch russisch, oder? Ja, Baba Yaga ist russisch. Ich glaube, sie heißt auch, heißt sie nicht in der deutschen Fassung Yubaba? Der ist Yubaba. Ja. Ja, aber ich glaube, es sind die gleichen Figuren. Mhm. Also Baba Yaga heißt im Russischen, aber Yubaba, glaube ich, meine ich mich das noch zu erinnern, Frage. Dass es an, weil die haben da auch tatsächlich so ein kleines, also die haben ja auch viele Mythologien in Japan, die natürlich sich gut mit Mythologien aus dem Westen beispielsweise verbinden lassen. Also ähnliche Figuren. Deswegen wundert mich das da auch überhaupt nicht. Wir haben auch vor allem aus dem slawischen Bereich, ne? Yubaba, Baba Yaga kommt, glaube ich, aber auch aus dem slawischen Teil. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, hat tatsächlich nicht viel, wenn ich das hier jetzt mit halbem Auge richtig lese, sondern tatsächlich nur den Name. Das ist so tatsächlich ähnlich. Ah, ja, okay. Ich fand tatsächlich, muss ich auch sagen, irgendwie das Ende. Das hat mir am wenigsten gut vom Film gefallen. Irgendwie ja, das dann Ende raus, das kam halt wirklich extrem abrupt. Sie ist auf einmal aus dem Kaninchenbau raus und haut mit ihren Eltern ab und Feierabend. Mhm. Das war wirklich so extrem abrupt nach dieser langen Reise, nach
vor allem diesen Selbstfindungstrip. Nachdem man sich im Badehaus so viel Zeit lässt. Ja. Also im Badehaus gerne, haben sie sich wirklich noch, viel Zeit gelassen. Ich wäre auch gerne noch ein bisschen mehr da. Auch eine gewisse kleine Referenz an Totoro, wo ohne Gesicht und Chihiro an so einer Art Bushaltestelle stehen und auf einmal abgeholt werden. Das fand ich so ikonisch, wo du auf einmal bei der Schwester von Baba Yaga bist. Aber jetzt muss ich noch mal kurz, sorry. Jetzt, ach ja, doch. Nee, der Ohngesicht ist der. Ja, aber heißt der nicht, nennt ihr den nicht vorher anders? Das ist ja dieser Schlamm, also der kommt ja als ein riesiger Schlamm auf. Was war denn der Faulgott? Nee, das war der Faulgott. Das Ohngesicht ist doch das Weißgesicht. Genau. Sind das zwei verschiedene? Ja, siehst du, deswegen war ich nämlich vor uns verwirrt und ich meinte dieses Ungesicht kommt gibt ja, ich glaube, Chihiro ein bisschen Geld oder so, oder Chihiro lässt ja Ungesicht rein, wusste nicht, dass Ungesicht eigentlich gar nicht in die Badeanstalt darf. Mhm. Und das verschlingt dann ja alle, stimmt, genau. Ja. Ja, das und das wirkt die dann später alle wieder raus, ne? Genau. Ja, genau. Ja, und das andere, was reinkam, das ist ja diese Verschmutzung quasi. Das war ja ein Flussgott. Nee, ein Faulgott ist der, glaube ich. Ich glaube, es war der Flussgott. Nee, der Faulgott. Der Paul hat die Szene tausendmal gesehen. Die ist auch großartig. Vor allem ist da ja auch durchaus auch wieder eine gewisse Kritik durchaus vorhanden, weil was sie da ja rausziehen, ist ja irgendwie Müll und dann ein Fahrrad, ne? Was ich das Schöne an diesem Film finde, wenn du den jetzt mit im Vergleich zu Prinzessin Mononoke stellst, dann ist sie der klar den kürzeren, aber für mich gewinnt dieser Film mit jeder Sichtung irgendwie mehr an Tiefe, da erkenne ich mehr. Die Welt ist halt so überfrachtet, dass du diesen Film mehrfach sehen musst, um das wirklich in jedem Detail irgendwie wirklich zu verstehen. Ich würde sagen, in diesem Film steckt wahrscheinlich überfrachteter als Mononoke, ja. Ja, genau. Ja. Der ist wirklich überfrachteter als Mononoke. Ja, das stimmt. Aber was ich ehrlich sagen muss, ich habe, glaube ich, den Film damals eben mit der Schwester da gesehen, also mit der kleinen Schwester von meiner Freundin. Im Kino? Nee, nicht im Kino, leider nicht, überhaupt nicht. Deswegen, ich habe ihn ja erst ein paar Jahre später gesehen, nachdem er rauskam. Deswegen war ich ja schon 15. Ach ja, stimmt. Genau. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Richtig, nee. Was ich halt super interessant fand, die kleine Schwester war damals im gleichen Alter wie Haku. Wie Chihiro. Und ich bin völlig... Also ich habe immer diese kleine Schwester so als, ja, muss man total aufpassen, ist ja nicht so reif, muss man alles irgendwie vorsichtiger erklären und so weiter und alles Böse um sie rum so richtig abschirmen, so na, beschützermäßig. Aber da habe ich dann gedacht, ich glaube, ich muss mein Bild ein bisschen über Kinder gerade rücken. Fein. Nee, das hat mir total gefallen, dass sie eigentlich, der Film hat es super transportiert, dass man Kindern, wenn man ihnen den Freiraum lässt, einen gewissen und ihnen was zutraut, dass die da auch ihren eigenen Weg finden und teilweise doch erwachsener handeln, als wir es ihnen zumuten. Sieht mir auch vor allem hervorragend an Bu. Ja, absolut. Und deswegen, da habe ich dann auch gedacht, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen mehr denen zutrauen. Das hat sich dann schon, also hat schon wirklich sehr viel verändert in mir mit dem Umgang auch mit jüngeren Kindern. Und das fand ich einen super wichtigen Film. Also fast schon aufklärerisch. Ja, ich kann mich Patrick sogar anschließen. Der Film ist, der wird für mich mit jeder Sichtung wirklich besser. Also der wächst unheimlich, wenn man einfach mal wirklich auch mal ein bisschen guckt, was da so für Sagengestalten auftreten und so gewisse Zusammenhänge. Aber das Schöne ist, dass man das gar nicht mal muss. Man kann den auch einfach genießen, diesen Film. Und dann ist der trotzdem wirklich so fantastisch, kann man nicht anders sagen. Also ja, Mononoke ist hat bei mir nochmal einen anderen Stellenwert, aber Chihiro wächst wirklich mit jedem Mal, kann ich nur nochmal sagen. Also, ich finde hier vor allem schön, dass die Bösen
nicht komplett böse sind. Also auch das Hexe Yubaba dann auf einmal ihre menschliche Seite vor allem durch Bu wieder entdeckt und dass die Schwester sie irgendwie auch belehrt, obwohl man am Anfang denkt, das ist so die Überböse, die will sie jetzt versklaven. Und dann gibt's da diesen netten Twist auf einmal. Mm, diese Über-Helikoptermutter Yubaba, ne? Ja, genau. Ja, da wurde das auch noch mal so ein bisschen kritisiert. Das finde ich echt grandios. Die sind ja praktisch, die erinnern so ein bisschen wirklich an, was man in Alice im Wunderland hat, so diese beiden, hier die rote Königin und die weiße, ne, zum Beispiel. Ja, daran erinnert das sehr stark. Aber nicht so extrem verfeindet. Nicht der Kopf das muss halt rollen. Ja, sondern. Aber du würdest noch was anderes sagen, Luisa. Ja. Ich muss sagen, ich kann den schwer mit Mononoke vergleichen. Ich finde, der ist auf gleicher Höhe, aber anders. Also ich finde, die kann man einfach überhaupt nicht vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Thematiken. Eine ganz andere Zielgruppe, würde ich auch mal so sagen. Und man muss halt auch bedenken, bei Mononoke hat man wirklich diese 14-, 15-jährige San und begleitet im Grunde da eine ganz andere und auch eine sehr schwerwiegende Thematik, während man eigentlich bei Chihiros Reise ins Zauberland so eine ganz abgedrehte, andere Welt entdeckt, merkt, dass Chihiro eigentlich da gar nicht reingehört und sie da zufällig reingeraten ist und jeder toleriert sie, aber gibt ihr zu verstehen, Mädchen, du musst eigentlich hier raus, weil du hier nicht hingehörst, ja. Mm. Das ist so, das finde ich, das sind zwei völlig unterschiedliche Thematiken, deswegen finde ich das super schwer, irgendwie vergleichen zu wollen. Ja, obwohl bei der Zielgruppe würde ich dir, ich meine, es geht ja in beiden Geschichten einfach auch ums Erwachsenwerden. Also es sind irgendwie beides auch Coming-of-Age-Geschichten. Ja, aber ab einem anderen Alter. Deswegen ja, das stimmt schon. Also ich finde, es ist ein Unterschied, wenn man so gerade kurz vor Pubertätsbeginn steht oder wenn man schon mitten in der Pubertät ist und so langsam aber sicher den Weg zum jungen Erwachsenen weiterschreitet. Ja, ich finde, es sind zwei unterschiedliche Etappen. Ja, ist ein ganz großartiger Film, keine Frage. Ganz kurzer Einwurf, weil das mir sehr am Herzen liegt. Ja. Ich hab damals Chihiros Reise ins Zauberland gesehen. Das hat mich total gefesselt, weil ich die Geisterwelt total spannend fand und auch diese Göttererklärungen und so weiter, diese Götterfiguren. Falls irgendjemand an solchen Dingen total interessiert ist, kann ich den Anime XXXHolic nur wärmstens empfehlen. Da geht es eigentlich auch hauptsächlich um solche Dinge. Damit will ich das auch kurz wieder abschließen. Schaut da rein, wenn ihr für sowas eine Freude empfindet. Okay. Ich habe mir notiert. Sehr schön. Und was wir vielleicht uns jetzt noch als letztes notieren können auf eine Watchlist, um es mal wieder anzuschauen, ist der letzte Film, den wir jetzt noch schnell besprechen wollen, beziehungsweise den sich Luisa nochmal ausgewählt hat. Und es ist der Film mein unverhoffter Einstieg mit Studio Ghibli. Und ein Film, den ich seit, na gut, nehmen wir mal gestern aus, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Und jetzt bin ich nochmal so gespannt, was du dazu zu sagen hast. Nämlich, es ist Ponyo, das große Abenteuer am Meer. Genau. Das ist ja so, das ist ja schon fast ein Kreismensch, ja. Ist doch schön. Ist Full Circle. Ja, schon. Das ist auch ein Hayao Miyazaki-Film tatsächlich. Ja. 2008 kam der raus. Und ich glaube, du hast es vorhin noch mal kurz erklärt. Du kannst dich nur noch an diese etwas schauderhafte Figur erinnern. Diese schauderhafte Figur, an die du dich erinnerst, ist das kleine Goldfischmädchen Ponyo. Sehr einschüchternd, ja. Genau. Ponyo hat auch nicht einfach so diesen Namen gekriegt. Und zwar, es lebt ein kleiner Junge, und zwar der Suske. Ich denke mal, der ist so um die 5, 6 Jahre alt. Also, nee, 5, er geht auf jeden Fall noch in die Vorschule. Der lebt am Meer in Japan mit seiner Mutter, beziehungsweise auch mit seinem Vater, wenn der nicht gerade wieder auf dem Schiff unterwegs ist. Und der kleine Junge Sosuke, der macht eine kleine Entdeckungstour ans Meer und überraschend findet er dort ein Einmachglas, in dem das kleine Goldfischmädchen
drinsteckt und befreit ist. Und er findet schnell Gefallen an dem kleinen, quirligen Goldfischmädchen. Und Goldfischmädchen sage ich deshalb, weil es ist nicht so wirklich ein Fisch. Ja, sondern es hat ein Gesicht. Und ein auch da gibt es eine kleine japanische Sage, nur mal so ein am Rande mit eingeflossen, die dann auch in dem Film behandelt wird. Und er beschließt, das kleine Goldfischmädchen einfach mitzunehmen und tauft es Ponyo. Im Grunde ist das so die Anfangsstory, mit der werden wir abgeholt. Ponyo hat Zauberkräfte und beschließt, dass es sich eigentlich mit Sosuke am Land total wohlfühlt und will eigentlich auch Hände und Füße bekommen, damit es mit Sosuke umhertollen kann. Naja, da hat es aber die Rechnung nicht mit seinem Vater Fujimoto gemacht, der ist nämlich Zauberer und hat ein ganz tolles Unterwasserschiff, mit dem er die ganze Zeit unter Wasser hin und her schwimmt und auch dort versucht ein bisschen das Gleichgewicht des überdreckten Meeres im Gleichgewicht zu halten. Und der erzählt auch immer wieder, Ponyo, als sie noch bei ihm in Gefangenschaft mehr oder weniger war, von ihrer Mutter, dass sie sehr nach ihrer Mutter kommt. Ihre Mutter ist nämlich die nicht weniger als die Granma Mare, die Meeresgöttin, weswegen sie auch diese Gestalt hat. Und deswegen kann auch tatsächlich Ponyo später Hände und Füße ausbilden. Aber das kommt erst, nachdem sie wieder von Fujimoto zurück nach Hause geholt wurde und dann aber später wieder ausbüxt. Im Grunde ist es so die kleine Zusammenfassung. Da passiert noch mal ganz, ganz viel drumherum. Mhm. Das will ich jetzt nicht noch mehr vorwegnehmen. Finde ich aber eine super süße kleine Kindergeschichte. Und ich hatte auch ganz häufig so ein bisschen, die kleine Meerjungsfrau-Vibes, aber nicht mit einem bösen Ende wie bei uns. Genau, deswegen, mir hat er total gefallen. Und er hat auch sehr viele unfassbar schöne Bilder. Auch tatsächlich hier und da mal so eine kleine Wiederumweltthematik, die angesprochen wird, weswegen ich da auch gerne mal so ein bisschen so einen leichten Bezug zu Mononoke schließe. Und zwar diesmal nicht im Wald findet der ganze Zauber statt, sondern eher am oder im Meer. Und das aber sehr, sehr kinderfreundlich, aber trotzdem ja noch schön aufbereitet und auch hier und da mal ein bisschen kritischer beleuchtet. Ja, oh ja. Gott, ich bin immer noch ein bisschen ratlos. Ich hab den, Dom. Ich hab den einmal gesehen. Ich habe auch letztes Mal bei Netflix reingeguckt, als wir in der Gruppe drüber geschrieben hatten. Ja, ihr habt mich erwischt. Also visuell ist der sehr anders, sehr eigen. Der ist ja, ja. Passend zur Thematik ist der ja mit Wasserfarben gezeichnet. Komplett. Genau. Und das sieht man. Das hat einen sehr einzigartigen Look, der am Anfang auch wirklich, also Paul, du hattest ja davon gesprochen, die Eröffnungssequenz ist wirklich faszinierend. Ja. Oh ja. Der eigentliche Film, ja, also sagen wir so, ich habe letztens Pixars Luca gesehen, den ich vorhin ja auch schon bei Porco Rosso erwähnt hatte. Und durch den bin ich jetzt ermutigt, den nochmal zu gucken und du ermutigst mich jetzt gerade auch nochmal dazu. Ich kann auch noch was Ermutigendes hinzufügen. Später, Luisa hat den Vergleich mit Ariel gezogen und so ein bisschen beruft sich das dann auch ein Stück weit auf diesen Undine-Mythos, auf dem auch Ariel basiert, einfach in der Hinsicht, wenn sich so ein Fischwesen in einen Menschen verliebt, dann kann sie die menschliche Gestalt annehmen. Und dann diskutiert sie halt wirklich in einem schönen Gespräch mit ihren Eltern, also dieser Wassergöttin und diesem Magiervater, ob denn schon Fünfjährige dazu bereit sind zu lieben und so. Also er hat auch einen schönen emotionalen Kern. Und auch hier werden wieder diese Wassergötter mit so einer schönen Wucht und Intensität dargestellt, dass das wieder Spaß macht. Das ist vielleicht so in der heutigen Folge so der bunteste Beitrag. Ja, absolut. Auch der schrillste und auch, würde ich sagen, so der lauteste. Ja, das ist vor allem der Paprika dieses Casts hier. Ja. Schon allein der Vater
mit seinen bunten Haaren und so, da denkst du, okay. Aber ich finde das einen wirklich schönen Kinderfilm. Ich würde fast schon sagen, das ist so der Paddington-Film von Studio Ghibli. Würde ich auch so sagen. Es gibt ja auch... Boah. Ja. Ja, ich habe den damals sehr als Reaktion auf Findet Nemo wahrgenommen, muss ich zugeben. Für meine Kinder hat er nicht so toll funktioniert. Aber ich bin, wie gesagt, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Ich habe gestern die Anfangssequenz geschaut und zwar, also würde ich ihn zum ersten Mal schauen. Aber du hattest ja auch ein traumatisches Erlebnis. Ja, Mensch. Wahrscheinlich. Diese Farben, diese, also du merkst, dass der ganz anders gezeichnet ist. Ja. Das merkst du sofort. Und wenn du dann hörst Wasserfarben, denkst du dir so, mein Gott, eigentlich ist das genial. Das muss man wirklich sagen, dass sie Wasserfarben genommen haben, das ist ein Geniestreich. Ja. Und ich find's tatsächlich schön, dass er sich auch hervorhebt. Also, dass er so anders ist. Weil er hat auch so eine kleine, also ein bisschen eine andere Thematik. Und was ich auch ganz cool finde, er hat eine ganz, ganz leichte Anspielung an den letzten Ghibli-Film, und zwar die Rote Schildkröte. Mhm. Es geht nämlich in einer Legende, die heißt Urashima Taro, um eine rote Schildkröte. Und auf die spielt Ponyo tatsächlich an. Also die haben da auch wieder so ein bisschen den westlichen und den japanischen Kulturbezug mit reingebracht, was ich echt super schön finde. Mhm. Und auch so ein bisschen, ja, also man kann da schon so ein kleines Anteasern auf den nächsten Film reininterpretieren. Das fand ich auch ganz niedlich. Also scheinbar hatten die da schon ein bisschen was vor. Aber wir sehen hier immer wieder auch dieses Anteasern auf den nächsten Film im Prinzip. Entweder haben die von Pixar kopiert oder umgekehrt. Ich erkenne da gewisse Parallelen. Ja, natürlich. Ja. Aber was ich auch ganz witzig finde, ist die Entstehung von dem Film. Und zwar, ja, eigentlich wollte Hayao Miyazaki ein Kinderbuch verfilmen oder ein bisschen einen neuen Film basierend auf einem Kinderbuch rausbringen. Und zwar heißt es IAIN. Damit hat da hat er auch tatsächlich so eine Miniserie, glaube ich, war es, rausgebracht. Hat sich dann, ist dann an das Seto-Inlandssee mit seinem, also mit dem Betriebsurlaub hingefahren. Die hatten so einen Studiobesuch in Tomonura, hat sich total in diese Gegend verliebt und hat dann so ein bisschen seine Pläne über Bord geworfen von dieser Verfilmung dieses Kinderbuchs und hat dann daraus im Grunde Ponyo gesponnen. Und währenddessen hat er dann so für sich gedacht, na, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wenn die Kinder meiner Mitarbeiter eine eigene Kindertagesstätte hätten. Da kam dann so ein bisschen die Idee auf. Und das heißt, da hat er sich wahrscheinlich so ein bisschen in das Meer verliebt. Und ich finde, das merkt man bei Ponyo definitiv, weil es gibt da zum Beispiel diese eine Szene, die lässt mich überhaupt nicht los. Es kommt eine riesengroße Welle, eine Flutwelle auf die Küste zu. Die Mutter Lisa, übrigens meine Lieblingsfigur, die versucht da den Wellen zu entfliehen und das Altersheim, in dem sie arbeitet, zu erreichen. Und neben ihr, ja, tun sich die Wellen plötzlich als riesige Fische auf. Das fand ich so eine tolle Szene, so unfassbar schön. Auch später, als die Granmamare auftaucht, das ist einfach wieder so, ja, das ist fantastisch Hayao Miyazaki, ganz einfach. Vor allem diese Nahtlosigkeit, in die das übergeht, also Ponyo flieht und alle diese kleinen Fischschwestern und Brüder, die schieben sie hoch und dann transformieren die quasi zu Riesenfischen und daraus kommt diese Welle, die dann in diese Sequenz mündet. Also das ist wirklich so ein genialer Übergang. Und wenn man dann auch irgendwann dann plötzlich diese Mutter sieht und da den emotionalen Kern dann checkt, dann hat das nochmal so eine gewisse emotionale Tiefe, die man am Anfang diesem Kinderfilm gar nicht zugetraut hätte. Ja, was ich bei Lisa einfach so klasse fand, also der Mutter von dem kleinen Jungen, die ist für mich, also ich muss ehrlich sagen, mich stört es ganz häufig, wie Mütter in Filmen oder, also ja, Serien porträtiert werden. Da war sie, also die war einfach unfassbar nahbar. Das ist so,
Mit der konnte ich mich das erste Mal so richtig krass identifizieren, weil die einfach, die hatte, die war mal so richtig genervt auch, also von ihrem Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob das, was das über mich aussagt, aber dezent. Ja, nee, weil er fährt halt mit dem Schiff doch noch eine ganze gute Ecke weiter und konnte doch nicht wieder an Land kommen. Das gibt er ihr weiter. Sie ist natürlich irgendwo enttäuscht und auch sauer auf ihn, lässt ihn das auch spüren, indem sie ihm Morsezeichen rüberschickt, dass er ein Idiot ist. Okay. Das fand ich aber in dem Moment so süß und irgendwie, ja, total nachvollziehbar. Und sie hat es dann doch mit Humor genommen und hat dann quasi ihren Kleinen eingepackt und gesagt, na, was machen wir zwei Süßen denn? Und klar, eine Mutter, die ganze Zeit mit dem Kind alleine zurechtkommen muss, die ist natürlich auch zeitlich anders eingespannt. Und da gibt es dann nicht das Riesen-Mordsmenü auf dem Tisch, sondern da gibt es halt auch mal Dosenfutter oder ja, Tütenfutter, wie auch immer. Mhm. Also, und das macht die aber alles so lieb und irgendwie, ja, sie hat eine gewisse Unreife und das finde ich, das darf sie auch haben und das ist einfach so entzückend. Wobei ich sagen muss, dass ich, also es ist wirklich schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, der lief irgendwann mal auf dem Kika, da habe ich mir den aufgenommen. Ui. Und oh, wow. Also Ghibli-Filme brauchen ja generell manchmal sehr lange ins Fernsehen. Also noch länger als Disney-Filme gefühlt. Mhm. Ja gut, die kommen jetzt gar nicht mehr ins Fernsehen. Aber Ponyo, also ich weiß noch, dass der mir teilweise zu kindisch war. Mhm. Ich bin aber bereit, ihm eine neue Chance zu geben. Was ich aber immer noch im Hinterkopf habe, auch wenn ihr von dieser Welle spricht, also das Visuelle habe ich tatsächlich noch im Kopf, was ihr meint. Du hast es jetzt gerade wieder hochgespült, hahaha. Aber also was ich sehr negativ im Kopf habe bei dem Film, ist, wie er dieses Katastrophenszenario, was da eigentlich entsteht, verhandelt innerhalb des Films. Also da hatte ich den Eindruck, dass das fast schon, ja, fast schon verharmlosend dargestellt wird. Und jetzt klar, man kann natürlich sagen, das ist eine kindliche Perspektive, die darauf gelegt wird, aber es gibt auch, soweit ich weiß, genug Szenen, die gar nicht mal unbedingt zusammenhängen. Also da werden auch, glaube ich, die Alten irgendwie gezeigt, die irgendwie in Sicherheit gebracht werden müssen, aber das passiert alles nur so peu à peu. Klar, da merkt man, ja, da ist vielleicht auch wieder ein Stück weit japanische Mentalität drin, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal daran erinnert, wie die damals mit Fukushima, wie sie damals mit der Situation da verfahren sind. Auch relativ besonnen, aber irgendwie auch sehr nachlässig. Und das muss ich sagen, das fand ich immer problematisch an dem Film. Aber ich bin tatsächlich bereit, dem nochmal eine neue Chance zu geben, auf jeden Fall. Ja, nee, ich verstehe den Kritikpunkt, den hatte ich tatsächlich auch. Ja, ich aus der kindlichen Perspektive, ich würde den nicht aus der kindlichen Perspektive in der Hinsicht betrachten, sondern tatsächlich aus der Meeresperspektive. Weil anfangs sagt ja auch der Fujimoto immer mal wieder, wir müssen uns das alles wieder zurückholen, zurückerobern. Und das ist so eine Legende tatsächlich, vor der die Menschen an Land Angst haben, weil die kennen diese kleine Legende von dem Fischmädchen oder dem Fisch mit dem Mädchenkopf oder Mädchengesicht. Menschengesicht, sagen wir mal. Menschengesicht, genau, der ankommt und dann das Unheil über uns hereinbrechen lässt. Und also davor haben die auch tatsächlich Angst. Und ich habe halt eher so den Eindruck, es wird nicht so krass dargestellt aus dem Grund, weil für das Meer an sich würde es ja nichts Schlimmes darstellen. Das würde sich wieder Lebensraum zurückerobern. Und klar, für die Menschen wäre es eine Katastrophe. Absolut. Und da passiert ganz viel. Ich werde den auch irgendwann nochmal schauen. Und so gern ich euch jetzt auch hier zugehört habe, die letzte Viertelstunde, es tut mir leid, aber wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Aber ja, ich habe doch einen kleinen Tipp. Ja. Wir wollten ja noch darauf eingehen, was für ein perfektionistischer Mensch Hayao Miyazaki ist. Und
davon kann man sich auch selber ein Bild machen. Amazon hat gerade die Doku Neverending Man Miyazaki bei Prime. Mhm. Und da sehen wir, mit was für einer Detailverbissenheit er da seine Mitarbeiter quasi nicht unbedingt schikaniert, aber versucht, an die Kandare zu nehmen und bei einem Mitarbeiter da circa so 20 Punkte ausbessert und sagt, denk nach, bevor du was zeichnest, sonst bist du hier nicht mehr lange. Während er die ganze Zeit den Film über mit einem Kittel rumläuft und ab und zu mal einen Ramen kocht und so. Das zeigt die menschliche, aber auch so diese perfektionistische Seite an Miyazaki und ist vielleicht wirklich ein schöner Schlusspunkt, um da mit aus dem Cast auszusteigen. Ja, was man vielleicht noch anmerken kann, dass Stichwort Neverending Man, Miyazaki bastelt ja irgendwie seit Jahren noch an einem Film, der, glaube ich, jetzt der dritte oder vierte ist, wo er gesagt hat, er geht danach in Ruhestand. Ja, mal wieder. Ja, wirklich. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende, ne? Wahnsinnig viel und wahnsinnig lang wahrscheinlich. Genau, das Gegenteil von dem, was wir eigentlich... Spaß zum beim Schneiden. Ja, danke schön. Aber auch sehr interessant, muss ich sagen. Also es war eine schöne Gesprächsrunde hier. Hat mich auch gefreut, wieder mit an Bord zu sein. Nochmal schöne Grüße an Lukas, der bestimmt auch bald mal wieder hier bei der Tele-Weltreise mit dabei sein wird. Genau wie ihr vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mal sehen, wo die nächste Reise hingeht. Wir haben ehrlich gesagt noch gar nicht so einen richtigen Plan. Wir werden jetzt mal schauen, was... Vielleicht bewegen wir uns mal wieder aus Asien raus und gucken nochmal nach Europa und schauen uns dort mal noch ein paar Länder an. Ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an euch drei, dass ihr nochmal hier so viel Zeit geopfert habt und jetzt nochmal über Ghibli und so weiter zu reden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wann auch immer ihr das hört und hoffe, wir hören uns hier auch bei den regulären Besprechungen beim Tele-Stammtisch wieder. Ich sage Tschüss und überlasse euch die letzten Worte dieses Casts. Tschüss! Ja, dann kurz und schmerzlos herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Wir haben ja förmlich euer Format hier gekapert. Jetzt ziehen wir uns erstmal zurück. Aber vielleicht kommen wir wieder. Bis dahin, Konnichiwa. Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Deswegen halte ich mich kurz für den Cutter. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke. Auf Wiederhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.